Nochmal willkommen allen. Fein, dass es heute auch wieder da seid. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mir ziemlich ein paar Sachen aufgeschrieben und ja, da werden wir noch ein bisschen etwas nachzuforschen und zu diskutieren und gemeinsam sozusagen ein bisschen auszuarbeiten haben. Das werden wir schon machen in der nächsten Zeit mit den Bezirksstellenleiterinnen. Ja, heute geht es um die fiskalischen und buchhalterischen Neuerungen. Ich gebe zu, das ist ein Gebiet, auf dem ich jetzt auch nicht ganz, ganz stark bin. Deswegen erwarte ich mir heute auch viele Sachen, die ich noch nicht so gewusst habe. Und ja, Thomas, ich da trotzdem jetzt dir das Wort übergeben, beziehungsweise machen wir die Regeln wie das erste Mal. Bitte schreib es in den Chat ein, wenn es Fragen gibt. Ich werde ihn Thomas darauf aufmerksam machen, falls er es nicht selber liest, dass Fragen dabei sein. Oder hebst die Hand auf. Es gibt eine Funktion beim Zoom, die Hand aufheben und zum CGA ganz gleich, wer jetzt direkt eine Frage stellen wollte. Die Möglichkeit gibt es auch. Das wird aufgezeichnet, wie schon beim letzten Mal. Hab's jetzt gesehen, wenn es einer kommen seid. Und ja, ich habe für uns eine gute Möglichkeit, dass wir es eventuell nochmal rekapitulieren können, was wir heute besprechen. Und ja, nochmal danke, dass ihr alle da seid. Danke an Thomas und den Thomas Girotto und den Uli Seitz. Und ich gebe weiter. Okay. Danke, Ulrike. Hallo in alle. Jetzt sind wir bei 39. Es sind ein paar weniger wie vom letzten Mal, aber das erste Treffen war ja eben der Anlass, um zu verstehen, ob ihr da richtig am Platz steht, nicht? Wir haben ja uns eine Existenzfrage gestellt. Das letzte Mal kehren wir zum dritten Sektor, kehren wir nicht. Deswegen kann es sein, dass der eine oder andere vielleicht zum Schluss kam nicht, dass der dritte Sektor nicht zu ihm gehört und aus dem Grund jetzt das, was wir heute besprechen, nicht unbedingt ihm das nicht angeht und das, was wir das nächste Mal angehen. Deswegen schicke ich es gleich voraus. Das, was wir heute besprechen, betrifft ausschließlich die Vereine des dritten Sektors, in welcher Form auch immer, EO oder VfG. Und das Gleiche gilt für das letzte Treffen, letzten Dienstag und da werden wir. Da geht es um die Transparenz und die Digitalisierung, aber allem in Bezug auf Vereine des dritten Sektors. Deswegen gehe davon aus, dass es euch heute alle betroffen fühlt und dass ihr eben heute einmal euch alle bewusst seid, dass es im dritten Sektor richtig Platz findet und euch wohlfühlt. In der Hoffnung, dass einem heute nicht die Luft vergeht, weil heute wird es ein bisschen konkret, heute geht es um die Zonen. Deswegen war auch der Wunsch, dass heute die Kassier und die Kassiererinnen vorerst zulassen, weil da werden wir ihnen die Hinweise geben und auch die Kassaprüfer, die dann fragt sein, die ganze Arbeit bei unserer Schatzmeister zu begutachten und zu kontrollieren. Okay, jetzt ich hoffe, dass Sie niemanden, jetzt ist die letzte Person, jetzt wäre ab und zu mal reinschauen, wäre im Warteraum und in die Chat bitte, Ulrike, wenn du mal ab und zu reinschaust und im Fall unterbrichst, wenn sich jemand melden sollte und sonst da mit der Hand aufheben. Und was ich nicht, wenn noch jemand zu kurz kommt, nach einer letzten halben Stunde, werden wir eigentlich noch die Zeit geben, eigentlich. Zu melden, zu Worte zu melden. Ja, die Also. Helene Lösing schreibt schon gleich, dass da vielleicht ein paar dabei sein, die noch in der Überlegungsphase Ah, sind drinnen alle noch sind. nicht ganz überzeugt. Aber da haben wir eigentlich das letzte Mal die Checkliste zur Verfügung gestellt. Probiert es mit der Checkliste, da glaube ich, geht es noch klarer vor. Macht es unten die Summe, dann habt ihr das, glaube ich, geklärt. Nicht? Ja. Aber falls noch Zweifel sein sollten, im Fall können wir gerne nochmal ein paar Themen aufgreifen, wenn einer noch ein paar Sachen, noch einige Details oder Erklärungen braucht, können wir auch gerne nochmal aufgreifen. Ne? Ich glaube, das ist in den nächsten Wochen und Monaten einfach auch noch die Phase, wo sich ja die Vorstände von den Bildungsausschüssen treffen werden und das auch gemeinsam besprechen. Ja. Also deswegen ist die Zeit natürlich von letzten Mal auf das Mal ein bisschen Ja, sicher ist zu knapp. kurz gewesen. Okay. Va bene, also tu meine Präsentation einblenden.
Also halt, wie gesagt, es geht um fiskalische und buchhalterische Angelegenheiten. Und dann werden wir konkret auch ein bisschen angehen, was die Haushaltsführung betrifft. Also im Prinzip, was die, den Jahresabschluss betrifft, den wir jetzt in den nächsten Wochen noch in die Hand nehmen müssen. Das heißt, die Bilanz zum 1.12.2021, das wird noch die erste große Herausforderung sein, weil wir eben da neue Ansätze anwenden müssen. Also vorerst die Tagesordnung, einen kurzen Überblick über das, was die, über die Einnahmen. Man differenziert die Einnahmen aufgrund der steuerlichen Relevanz oder nicht. Also das heißt, das ist die erste Kategorie. Also man differenziert zwischen gewerbliche und nicht gewerbliche Einnahmen, das heißt institutionelle. Dann gibt es eine weitere Untergliederung, die haben wir letztes Jahr auch schon angesprochen. Es gibt Tätigkeiten im allgemeinen Interesse und sonstige Tätigkeiten. Sobald wir da Klarheit geschafft haben auf der Einnahmenseite, sind wir schon auch im Stand, das Thema der Jahresabrechnung anzugehen, weil da müssen wir aufgrund der oben genannten Differenzierungen auch entsprechend da die Beträge in unserer in der Bilanzstruktur zuweisen. Und dann zum Schluss euch das Wort für die eventuellen Fragen. Also zum ersten Thema. Wir haben gesagt, die gewerblichen Einnahmen und institutionellen Einnahmen definieren, ob die Einnahme zu versteuern ist oder nicht. Also in der rechten Spalte kommt das eine, was zu deklarieren ist in der Steuererklärung und was mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Mehrwertsteuer zu unterwerfen ist. Also mit Besteuerung im Sinne von beiden. Unter beiden Aspekten, also direkte Besteuerung, das heißt IRS, Körperschaftssteuer, und indirekte Besteuerung, also IVA, Mehrwertsteuer. Auf der linken Spalte hingegen, was institutionelle Einnahmen sein. Jetzt da, ich werde durchklicken und je nachdem, wo die Position hinfliegt, ist der entsprechend einzuordnen, also ganz öffentliche Beiträge, das ist, glaube ich, in alle klar. Das sind steuerfreie Eingänge, also die sind weder zu deklarieren in der Steuererklärung noch zu fakturieren, also außerhalb des Mehrwertsteuerbereiches. Das ist, glaube ich, in alle klar, ist nicht, braucht man nicht mehr dazu zu sagen. Das Gleiche gilt für die Spenden. Wenn Spenden gleichgestellt sein, die Schenkungen und die Nachlässe. Eine große Neuheit des dritten Sektors sind die Sachspenden. Weil es gibt nicht nur Geldspenden, sondern es gibt auch Sachspenden. Wenn ich eben anstatt eine Überweisung mache, kann ich ja etwas, ein Gut auch schenken. Was ist da die große Neuheit? Es wurde für Vereine des dritten Sektors, sind auch die Sachspenden absetzbar für den Schenker. Das heißt, gleichwertig wie eine Geldspende kann ich auch eine Sachspende in meiner Steuererklärung im Rahmen von 35% bzw. 30% absetzen. Man muss klar aufgrund von einem bestimmten Richtwert, und der Richtwert des Gutes ist der Marktwert, das heißt, der Verein muss mir in der Spendenbestätigung auch angeben, was da der Gegenwert ist, dieses Gutes. Nehmen wir an, ich verschenke ein Kunstwerk. In den meisten Fällen ist kein Schätzungsgutachten notwendig. Nur bei größeren Sachspenden, das heißt bei Spenden über, mit einem Gegenwert von über 30.000 Euro, braucht es ein geschätztes Gutachten, aus dem eben der Gegenwert hervorgeht. Nehmen wir an, das Kunststück ist 100.000 Euro wert. Der Spendengeber kann sich für die 100.000 Euro Sachspende 35.000 Euro als von der Steuererklärung in Abzug bringen. Unter 30.000 Euro braucht es kein Gutachten, da muss man halt nur einen bestimmten Marktwert ermitteln. Marktwert, das kann der übliche Verkehrswert sein. Man kann da aufgrund von einem gleichwertigen Gut, wenn es, einen Marktpreis hernehmen. Die Sachspende muss nicht unbedingt ein materielles Gut sein, das kann auch eine Dienstleistung sein, wie zum Beispiel ein Steuerberater, der dem Verein die Steuererklärung kostenlos macht. Ist eine Sachspende. Unter Umständen könnte sich der Steuerberater 35% des Marktpreises dieser Beratung in Abzug bringen. Wenn die Steuererklärung Marktpreis 300 Euro kostet, dann kann der sich auf dem Wert die 35% in Abzug bringen. So viel zu den Spenden.
Gewerbliche Einnahmen haben wir bei Veräußerung von Gütern und Dienstleistungen gegen Bezahlung. Ausgenommen bei VfGs. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein Gut oder eine Dienstleistung verkaufen, ist es steuerrechtlich relevant, also sowohl der Mehrwertsteuer zu unterwerfen, wie auch der Körperschaftsteuer. Ausgenommen VfGs, also bei Vereinen zur Förderung des Gemeinwesens, ist auch die Veräußerung von Gütern und Dienstleistungen steuerfrei. Unter der einzigen Auflage, dass der Käufer, also dass die Gegenpartei, ein Mitglied des Vereins ist, beziehungsweise ein mitbewohnendes Familienmitglied. Das heißt, es ist eine typische, Entschuldigung, jetzt lasse ich die letzten Leute ein, eintreten lassen, alle zulassen, so. Ein Beispiel, eine Veräußerung von einer Dienstleistung kann ein Urlaub sein in Rimini. Ich biete gegen Bezahlung diesen Urlaub an meine Mitglieder. Das ist in Form von einer 5G. Jetzt habe ich ein blödes Beispiel hergenommen, weil gerade der Urlaub, das spielt eine Ausnahme. Aber machen wir ein anderes Beispiel, einen Musikkurs gegen Bezahlung. Die Teilnahmegebühr ist steuerrechtlich nicht relevant in der VfG, wenn die Teilnehmer am Kurs Mitglieder sein. Wenn ich es an Dritte anbiete, dann ist es steuerrechtlich relevant. Einzige Ausnahme ist jetzt bei der EO, es werden sich die alle fragen, ja, wenn ich eine EO bin, was ist ein ZEM? Wenn ich eine Teilnahmegebühr von einem Kurs verlange, ist das steuerrechtlich relevant? Ja, wenn wir das gegen einen Preis verkaufen. Nein, wenn wir das als einen Kostenbeitrag rechtfertigen. Aber da muss man aufpassen. Also Kostenbeitrag heißt, dass ich für diesen Kurs einen Beitrag verlange, von mir aus 100 Euro. Auf der anderen Seite muss ich aber mindestens 101 Euro an Spesen haben. Das heißt, ich darf aus dieser Tätigkeit keinen Gewinn abwerfen. Wenn wir dieses Gleichgewicht gewährleisten, also Kosten, wir haben mehr Kosten, die wir einnehmen, also das ist ein reiner Kostenbeitrag, dann ist es steuerfrei. Ansonsten ist es steuerrechtlich relevant. Also da allem aufpassen, weil die Beweislast liegt beim Verein. Also der Verein muss bei einer eventuellen Steuerkontrolle auch das belegen können. Mitgliedsbeiträge. Ist in euch klar, steuerlich nicht relevant, sind institutioneller Natur. Haben wir Kostenbeiträge, das habe ich schon vorhin vorausgeschickt, also die Teilnahmegebühr, wenn es ein Kostenbeitrag ist, also kostendeckend, dann ist es institutionell, ansonsten steuerrechtlich relevant. Einnahmen aus Konvention mit der öffentlichen Hand haben wir letztes Mal schon angedeutet, die Möglichkeit, dass sich die Vereine bei der öffentlichen Hand akkreditieren können für die Erbringung bestimmter Dienstleistungen im öffentlichen Interesse. Entsprechende Einnahmen aus diesen Dienstleistungsverträgen sind steuerfrei. Entschuldige, Thomas, der Fabian hat, glaube ich, gleich eine Frage zu dem jetzt. Ja, in der Chat, oder? Nein, mit Hand aufhalten. Okay. Bitte. Wenn wir so bei Merchandise etwas verkaufen, so Pullover und so, weil wir sind EO, ja. Wie schaut es zusammen aus? Es macht Merchandising. Ja, wir haben es so gekriegt eben und können es eben umhalten, in so Kasselei aufzubessern ein bisschen. Jetzt habt ihr es kostenlos gekriegt? Ja, wir haben das also von Dachverein gekriegt und kostenlos? Jo. Okay. Na, bitte die Leih um Geduld. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Dann sind wir gerade bei dem. Ohne die Antwort an deine Frage. Gell? Oh, ich kann es schon vorausschicken, ist nicht steuerrechtlich relevant. Danach erkläre ich auch wieso. Gell? Also, Aufschläge auf Mitgliedsbeiträge für Zusatzdienste. Da muss man aufpassen, nicht? Weil es gibt Vereine, wo man einen Mitgliedsbeitrag leistet, für alle Standards 20 Euro von mir aus, und wenn einer noch zusätzlich 5 Euro setzt, dann kriegt er von mir aus eine bessere Versicherung oder kriegt er noch einen Zusatzdienst. Also die zusätzlichen 5 Euro sind steuerrechtlich relevant.
die 20 Euro Standard Mitgliedsbeitrag, was alle leisten, ist nicht, ist institutionell, aber der eventuelle Aufschlag, was eben, wo man eben in zusätzliche Dienste in Anspruch nehmen kann, das war steuerrelevant. Ein Beispiel, was vielleicht viele bei euch kennen, ist das Weiße Kreuz. Es bietet, beim Weißen Kreuz kann man Mitglieder werden. Mitglieder vom Weißen Kreuz bekommen alle eine Versicherung für eventuelle Unfälle oder für einen Helikoptertransport, das war es nie. Wenn man will, darf man mit einem kleinen Aufpreis auch eine bessere Versicherung kriegen, wo man vielleicht auch im Ausland abgeschleppt wird mit dem Hubschrauber oder sowas nie. Dieses Extra, das muss das Weiße Kreuz entsprechend versteuern. Okay, also damit du das konkret vorstellen kannst. Dann wissenschaftliche Forschung von besonderem gesellschaftlichem Interesse. Das ist auch steuerfrei. Sponsoring ist steuerlich relevant. Für Sponsoring braucht es also die Partita IVA, um dich zu deklarieren. Veräußerung von Gütern und Dienstleistungen im Rahmen von gelegentlichen Fundraising-Aktivitäten. Da kommen wir dann noch mal zurück. Wir haben es das letzte Mal schon angedeutet, bei öffentlichen Spendensammlungsaktionen gelegentlicher Natur sind die entsprechenden Einnahmen nicht zu versteuern, also weder der Mehrwertsteuer noch der Direktbesteuerung. Oder gelten einige Limits und die werden wir dann noch im Detail ins Anschauen. Mieten, Pachtzins, wenn es enkele Lokale untervermietet oder verpachtet, die Einnahmen sind entsprechend zu deklarieren und mehrwertsteuerrelevant. Das gleiche gilt für Finanzerlöse, wobei die Hell sind meistens schon quellenbesteuert, das heißt, die Steuer wird da direkt schon vom Kreditinstitut einbehalten, also auf Zinsen und also die Quellensteuer wird à la fonte eingetrieben, sagt man. Da, also die sind also nicht von eng nochmal zu erklären, das sind schon quellenbesteuert, also da kriegst du es sowieso leihes Netto schon überwiesen. Da sind wir jetzt beim vorhin genannten Fall, heißen tut das Veräußerungen, nicht Veräußerungen. Und zwar, das gilt für EOs und VfGs, wenn ihr etwas geschenkt kriegst, in einem Fall zum Beispiel die Pullover, dann kannst du es die steuerfrei weiterverkaufen. Das gleiche gilt für eigengefertigte Güter. Wenn es jetzt Paradebeispiel jetzt zu Weihnachten, wenn es hausintern über einige Mitglieder an Christbaumschmuck bastelt oder die Adventskränze bastelt oder ja, macht, diese können steuerfrei verkauft werden. Okay? Also eigengefertigte Güter als solche, getreu mit zu sagen, kann auch eine Publikation sein. Also ein Buch oder auch eine CD oder ein Schriftwerk, was hausintern, ich meine, nicht unbedingt hausintern gedruckt werden, nicht unbedingt hausintern gedruckt, also das Drucken überlassen wir einer Druckerei, aber eingefertigt im Sinne, dass wir das selber hausintern geschrieben haben, vielleicht mit Texten oder Fotomaterial von unseren Freiwilligen, wo also ihr als Herausgeber hervorgeht, ihr als Verein. In dem Sinne eigengefertigt. Also auch eine überwiegend hausintern produzierte Publikation, kann ich die unter Umständen auch als eigengefertigt betrachten und somit steuerfrei verkaufen. Veräußerungsgewinne sind steuerrechtlich relevant. Was ist ein Veräußerungsgewinn? Das ist ein Veräußerungsgewinn erwirtschaftet, wenn ich ein Anlagengut, was ich in meinem Besitz wieder weiterverkaufe und daraus einen Gewinn abwerfe. Zum Beispiel ein Auto ankaufe und das noch weiterverkaufe um einen teureren Preis, um das, was ich gekauft habe, also ist den Mehrpreis, der ist steuerrechtlich relevant, aber glaube ich, wird kaum jemand haben. Dann eine Besonderheit, Reisen und Urlaubsaufenthalte, das sind steuerrechtlich relevant. Und da müssen wir aufpassen. Also ich weiß nicht, ob das bei jemanden betrifft, aber ich sehe es allem wieder, bei Freizeitvereinen vor allem werden Reisen und Urlaubsaufenthalte organisiert. Und da, das war eigentlich der Mehrwertsteuer zu unterwerfen und auch in der Mehrwertsteuer zu erklären. Eine einzige Ausnahme,
gilt bei VfGs, allerdings nicht bei alle VfGs, sondern nur bei bestimmten, und zwar bei denen, was beim Innenministerium entsprechend akkreditiert sein. Akkreditiert sein Leile von besonderen sozialer Relevanz, da muss man sich entsprechend eindrucken lassen. Aber es seien zum Beispiel die nationalen Verbände wie Auser oder die Vereine, also größere Vereine mit Sicherheit nicht, dann ein Bildungsausschuss wird sicher nicht die Voraussetzungen erfüllen. Deswegen aufpassen, wenn es Tourismus, also touristische Tätigkeiten gegen Bezahlung aussieht, das ist störrecht relevant. Deswegen am besten, was ist denn da die Lösung? Am besten, weil störrecht relevant wird es, wenn es als Veranstalter da auftretet. Am besten sollte man die Tätigkeiten nicht als Veranstalter machen, sondern das an eine Reiseagentur machen lassen, über eine Reiseagentur abwickeln. Das heißt, der Verein übernimmt in dieser Rolle nur die Sammlung der Einschreibungsgebühren, der Teilnahmegebühren und gibt das Geld weiter an die Reiseagentur und die Reiseagentur zahlt noch mit dem Geld das Hotel, den Bus oder die Führung. Also die Agentur soll da eben das Ganze managen und da die ganzen Zahlungen übernehmen. Das löst eben, und in der Situation, wenn ich Geld sammeln tue und weitergibt, dann sind das für mich keine steuerrechtlich relevanten Einnahmen, weil das Ganze, was ich einnehme, gebe ich weiter. Also da ergibt sich ein steuerrechtliches Problem nicht. Und wir umgehen auch ein anderes Risiko, denn in diesem Fall, wenn ich nicht Veranstalter bin, dann übernehme ich auch kein Risiko in Verbindung mit dieser Tätigkeit. Risiko bei einer Reise, verbunden mit, in den meisten Fällen mit einem Unfall, wenn sich da jemand verunglückt, haften dort der Veranstalter. Aber Risiko auch im Sinne, dass wenn die Reise ausfallen sollte, und die etwas schon vorausgebucht haben und eben ich keine Einnahmen haben, aber auf der Kostenseite den Bus oder das Hotel trotzdem zahlen muss, dieses Risiko, Ausfallrisiko, übernimmt der Veranstalter. Das heißt, auch in diesem Sinne ist es vorteilhafter, wenn wir diese Tätigkeit auslagern und einer Reiseagentur anvertrauen. Also da bitte aufpassen, es ist auch ein anderes Thema, und zwar die Veranstaltung solcher Sachen ist vorbehalten der Reiseagenturen. Das ist eine Tätigkeit, wofür man eine Lizenz braucht bei der Handelskammer. Es war nicht das erste Mal, dass irgendeine Reiseagentur einen Verein anzeigt um unfaire Konkurrenz, weil es ist nicht gerechtfertigt, dass eine Reiseagentur bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen hat und eine Lizenz braucht und da hingegen ein Verein das als formfrei, ohne große Formalitäten eben abwickelt. Nicht? Also in der Hinsicht da unbedingt aufpassen. Das sind die wichtigen Beispiele, was mir eingefallen sind. Ich glaube, mit dem ist 99% von dem, was am Bildungsausschuss macht, abgedeckt, es sei denn, es hat sonst noch jemand andere Transaktionen, was da nicht erfasst sind, im Fall bitte melden, dann gebe ich auf die vielleicht auch eine Antwort. Eine zweite Differenzierung. Gibt es jemanden? Fragen wir es gleich. Gibt es noch irgendwas? Oder gibt es überhaupt, fragen wir anders, gibt es überhaupt jemanden, der Einnahmen hat, was gewerblicher Natur sein? Gewerbliche Einnahmen? Also in der rechten Spalte. Der Fabian hat sich nochmal gemeldet, aber jetzt weiß ich nicht, jetzt ist die Hand wieder weg. Okay. Darf ich? Bitte, ja, gerne. Wir kriegen unter anderem, zum Beispiel, wir haben so Thermosflaschen über einer Firma machen lassen, wo wir mit der Firma zusammenarbeiten. Also das sind Supporter von Dachverein und die haben wir mit einem eigenen Design gekriegt. Wir müssen jetzt halt zu einem niedrigen Einkaufspreis verkaufen. Wir haben es jetzt momentan, wenn jemand Spenden macht, hat über einen gewissen Beitrag, haben wir ihm also als Beitrag dazu geschenkt einfach. Entschuldige, mehr. Fabian, darf ich die Frage machen? Ist das also als Bildungsausschuss? Nein, wir sind für Umweltschutz. Ich glaube, wir sind. Aber können wir ins Bisschen, mir war es wichtig, weil da müssen wir uns ein bisschen auf die Bildungsausschüsse konzentrieren. Ja.
Also wenn mir hat man das gleich geschickt, ich soll dabei sein, weißt du? Ja, ich weiß, wer es seid, Fabian, ja. Ich kenne ihn. Ich habe schon verstanden, das ist in Bank, aber das kann auch andere interessieren. Angelika, ich glaube, da, das kann auch für andere interessant sein. In dem Fall, ein Ausweg ist, also das war kommerziell relevant, die Lösung ist, das als Fundraising-Tätigkeit zu rechtfertigen. Okay. Danach sehen wir, in welcher Form und wie, was da zu gewährleisten ist. Aber das ist eine typische Fundraising-Tätigkeit, anstatt ein Panettone oder die Osterreier, bietet es eine Thermosflasche. Aber da kommen wir nochmal zurück. Perfekt. Also mit Sicherheit, also Bank, ich kenne einen Fall konkret, also mit Sicherheit ist es institutioneller Natur sicher nicht zu versteuern. Gell? Aber die Linda, Schwarz-Linda, müsst ihr es wissen. Richtig? Okay. Okay. Gibt es noch andere gewerbliche Fragen? Ich glaube, dass das Thema die wenigsten betroffen okay. hat, muss ich sagen. Aber na, vielleicht interessant, vielleicht eben der eine oder andere. Ja. Sponsoring ist meistens ein Thema nicht. Das eben müssen wir aufpassen. Für Sponsoring braucht es eine Partita IVA. Okay, jetzt hat da Martin. Nochmal, bitte. Nochmal, zum Beispiel Teilnahmebeiträge werden erhoben, nicht? Jawohl. Hast du gesagt, dass wenn also die Ausgaben oder die Einnahmen höher sind als die Ausgaben, dann muss es versteuert werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann nicht. Jawohl. Aber wie werden dann jetzt die Ausgaben gezählt? Werden als Ausgaben leidig gezählt, das, was sie vom ersten Honorarnote gezahlt haben? Kostet die direkte Imputation, sagt das Gesetz. Die direkt zurechenbaren wird nicht gezählt. Die direkt zurechenbaren Kosten. Referenz. Saalmiete, etwas an Büromaterial, was weiß nicht. Vielleicht da die Person, der Angestellte, was das Event organisiert hat, also nicht live für die Stunden, was er zusammenhuckt, sondern auch die ganze Vorbereitung, die Abwicklung. Oder halt die ehrenamtliche Tätigkeit kann ich da nicht gegenrechnen. Ne? Okay. Also wir dürfen aus dem keinen Gewinn machen aus den Tätigkeiten. Okay. Deswegen auch in der Buchhaltung entsprechend das getrennt allem gehalten, dass wir also eigene Konten anlegen, dass wir allem imstand sein zu sehen, ob das Verhältnis gewährleistet ist. Gewährleisten müssen wir das nicht für jeden einzelnen Kurs, gewährleisten müssen wir das auf Jahresbasis. Das heißt, die Summe aus der Einnahmen von Kurse gegenübersteht mit der Summe aus den Ausgaben auf Jahresbasis. Das heißt, es kann auch sein, dass Sie aus einem Kurs vielleicht einen kleinen Gewinn haben, aber den Gewinn muss ich noch mit einem anderen Kurs im Fall wieder aufbrauchen. Also gewährleisten müssen wir das auf Jahresbasis und kumuliert aufs Ganze. Okay? Okay, danke. Okay. Gehen wir weiter. Also, nächste Differenzierung ist Differenzierung zwischen jetzt war ich zu schnell. Auflagen bei gewerblichen Einnahmen. Jetzt, es betrifft Bank Korn, ich überfliege es schnell, die Folien kriegst du es noch. Also, wie gesagt, wenn wir gewerbliche Einnahmen haben, man braucht die Mehrwertsteuernummer. Oberlei, wenn es gelenklicher Natur ist. Also gelenklich heißt, wenn ich die systematisch habe. Jetzt unter Umständen, wenn man ein Sponsoring, jetzt vorhin habe ich gesagt, für Sponsoring braucht es die Mehrwertsteuerposition. Ich muss mal relativieren. Wenn das Sponsoring einmalig ist, heute einmal und dann in den nächsten Jahren nie wieder, dann kann man das einmal gelegentlich rechtfertigen. Aber wenn mir der Sponsor jedes Jahr unterstützt und vielleicht sogar nicht nur einer, sondern zwei Sponsoren sein, noch getreimt zu sagen, ist das nicht mehr gelegentlich, ist das Habituale, dann brauchen wir sie. Aber das Gleiche gilt für andere steuerlich relevante Einnahmen. Wenn sich das nicht nicht kontinuierlich ergibt, dann kann man das als occasionale rechtfertigen. Also Mehrwertsteuernummer ist nicht allem. Es gibt kein Limit. Die Occasionalität ist nicht an einem Betrug gebunden, aber
Usus ist, dass man bis zu 5.000 Euro das als occasionale rechtfertigen kann, also wenn eine Tätigkeit, was eigentlich mehrwertsteuerrelevant war, bis zu 5.000 Euro auf Jahresbasis abwickelt, dann kann man sich sogar die Partita IVA durchsparen. Alles, was über 5.000 Euro ist, brauchen wir die Partita IVA. Jetzt aber 5.000, gell, das ist leider ein Richtwert. Das steht nirgends schwarz auf weiß, aber mit dem kann man mehr oder weniger rechnen. Für die, was gewerbliche Tätigkeit ausüben, die halt muss man deklarieren in der Steuererklärung. Aber da gilt ein Pauschalsystem für die Vereine des dritten Sektors, und zwar für die EOs und VfGs. Das ist das Pauschalsystem gemäß Artikel 86. Und das ersetzt das aktuelle Pauschalsystem, das 398er von 1999. Ich renne ein bisschen, gell, seid mal nicht besser, aber das, im Fall können wir uns noch mal drüber unterhalten, wenn es noch einen oder anderen interessiert. Es sind verschiedene Mäßigungen ergeben, also wir haben keine Registrierungspflicht, wir müssen keine Rechnungsbücher führen, die ganzen Mehrwertsteuerauflagen fallen weg, Mehrwertsteuererklärungen, elektronische Fakturierung, Meldungen hin und her, alles uninteressant. Die IRES ist irrelevant, praktisch. Wir verstehen 1% der Einnahmen und auf die 1% müssen wir die 24% rechnen. Das heißt, auf 100 Einnahmen gewerblicher Natur zahlen wir 24 Cent Steuern, nicht der Rede wert. Und wir sind auch freigestellt von der ganzen Auflagen als Steuersubstitut. Das heißt, wenn uns ein Freiberuf von einer Dienstleistung erbringt, dann müssen wir, sind wir nicht verpflichtet, die Quellensteuer einzubehalten, die abzutreiben, sondern wir zahlen dem die Honorarnote voll. Die Quellensteuer nicht abtreiben, das heißt, wir sind direkt somit auch von der Erstellung des 77ers und von der CU befreit. Allerdings, diese Regeln, dieses Pauschalsystem ist heute auch noch nicht in Kraft getreten. Da fehlt noch die Genehmigung der EU-Kommission. Und alle haben sich erhofft, dass die heuer noch kommt. Ich glaube, heuer werden wir es nicht mehr hinkriegen. Deswegen mit großer Wahrscheinlichkeit wird das neue Pauschalsystem erst mit 1.1.2023 greifen. Also nicht nächstes Jahr, sondern übernächstes Jahr. Das heißt, heute gilt noch das aktuelle Pauschalsystem, das 398 von 1991. Differenzierung zwischen Tätigkeiten im allgemeinen Interesse versus andere Tätigkeiten. Das haben wir das letzte Mal schon angedeutet. Tätigkeiten im allgemeinen Interesse sind definiert aufgrund von einer Satzung. In der Satzung habe ich es ja in den ersten Artikeln definiert. Was es macht, da haben wir ja die 26 Tätigkeiten, was im Artikel 5 vom Kodex des dritten Sektors zur Auswahl stehen, und wir ja auch so schreiben müssen, die was für uns zutreffen. Und alles, was nicht im Rahmen von den 26 Tätigkeiten ausgeübt wird und in unserer Satzung erwähnt ist, ist eine andere Tätigkeit. Und da gibt es einen Limit. Es ist nicht verboten, andere Tätigkeiten zu machen, was nicht eben satzungskonform sein, aber die kann man leider bis an bestimmten Limit ausüben. Der Limit ist gegeben, dass man es in der Satzung vorsieht. Also in der Satzung muss man vorsehen, dass man auch andere Tätigkeiten gemäß Artikel 6 ausüben kann. Und diese Tätigkeiten müssen zweitrangig, also sekundarisch sein, und strumentali, das heißt dienlich, im Verhältnis zu den Einnahmen im allgemeinen Interesse sein. Was heißt das? Also Zweitrangigkeit und Dienlichkeit. Dienlichkeit heißt, die Einnahmen aus den anderen Tätigkeiten müssen zur Erreichung der Ziele vom allgemeinen Interesse eingesetzt werden. Das heißt, sie müssen meine typischen Vereinstätigkeiten finanzieren. Das sind dienlich in dem Zweck. Und zweitrangig, die Attivitas Secundarie müssen, die sonstigen Tätigkeiten, anderen Tätigkeiten, darf nicht mehr wie 30% der Gesamteinnahmen ausmachen. Oder Alternative, einen Test habe ich verstanden, auch, wenn diese Einnahmen nicht mehr wie 66% der Gesamtausgaben ausmachen. Jetzt bei der Ermittlung der Gesamteinnahmen und der Gesamtausgaben gibt es einige Besonderheiten, das überlasse ich eng. Weil da glaube ich, das wird die wenigsten Fänge betreffen, aber um es konkret zu machen, ein Beispiel zu machen, eine Körperschaft mit 100.000 Euro Einnahmen darf höchstens 30.000 Euro an Einnahmen aus anderen Tätigkeiten erwirtschaften, wenn man das aufgrund von den Erlösen
bemessen wollen, oder alternative Ansatz B, also wenn wir das aufgrund von den Kosten ermitteln, haben wir ja ein Limit von die 66%, das heißt, der gleiche Verein, der 100 Einnahmen hat und nehmen wir an, er hat 100 Ausgaben, also ist ein Verein, was mit null, also ein Null-Jahres-Ergebnis ausweist, noch habe ich da Spielraum bis zu 66.000 Euro. Ergo, das heißt, am besten, also mehr Spielraum gewährt mir der Test laut Ansatz B, wenn wir das aufgrund von den Kosten rechtfertigen. Was passiert, wenn ich ein Limit überschreite? Also ein Jahr ist geduldet, im nächsten Jahr kann ich es wieder gut machen, da erkläre wir. Wenn wir den Limit über 2 Jahre in Folge überschreiten, dann greift die Streichung aus dem Runz, also zum Tour 2, das letzte Mal schon gesagt, aus dem Runz ausgefallen, gestrichen werden. Heißt, man muss das Vermögen, Vereinsvermögen verschenken. Man muss es abtreten. Okay, also unbedingt aufpassen, dass das Limit da einbehalten wird. Jahresabrechnung. Jahresabrechnung, Bilanz oder Jahresabschluss, wie es das, oder wie es das heißen will. Es geht also um das Dokument, das wir jedes Jahr in der Mitgliederversammlung präsentieren und dann auch bei anderen Ämtern abgeben müssen. Also bekannt ist das Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt, wo wir das bis heute abgegeben haben. Was ist da gesetzlich neu? Neu ist es, dass man ab der höheren Bilanz, also Bilanz 21, laut Ministerialdekret aus dem Jahr 2020, ein neues Abrechnungsmodell anwenden müssen. Also bis dato war es eigentlich, hat eigentlich ins Landesamt eine Struktur vorgegeben. Die Struktur ist jetzt passé. Jetzt greift haben wir ein neues Modell. Das ist laut Ministerialdekret genau definiert worden. Das ist jetzt landesweit gültig. Und dieses Modell muss schon im Jahresabschluss 2021 gewährleistet werden. Das heißt, die neuen Modelle, wir müssen jetzt im nächsten Monat schon dran konkret arbeiten. Und in diesem Format werden wir auch das Modell dann beim RUNZ abgeben. RUNZ, Registro Unico Nazionale Terzo Settore, haben wir das letzte Mal schon angedeutet. Anlaufstelle bleibt weiterhin das Amt, das Landesamt für Außenbeziehungen und Ehrenamt, ehemalige Amt für Kabinettsangelegenheiten. Also das Amt bleibt das gleiche. Allerdings seien sie seit gestern nicht mehr in dieser Rolle, nicht mehr Landesamt, sondern seien sie eine Außenstelle vom RUNZ. Und wie gesagt, haben wir schon angedeutet, die Hinterlegung muss man telematisch machen. Also das heißt, der Jahresabschluss 2021 in der neuen Form muss telematisch eingereicht werden auf einem telematischen Portal. Jetzt noch ist das Portal nicht aktiv, aber die Vereine, was beim RUNZ eingetragen werden, jetzt in den nächsten Tagen werden in den nächsten Wochen dann auch einen Zugang erhalten. Also ich kann mir vorstellen, in Form von einem Login, von einem Passwort und einem Benutzernamen. Thomas, darf ich leider ganz kurz, Entschuldigung, unterbrechen. Das ist jetzt eine ganz wichtige Information, weil es wird wahrscheinlich auch Back, Speed und digitale Unterschrift brauchen. Das ist eine Information, die wir jetzt erhalten haben, um da aber nicht Unruhe aufkommen zu lassen. Das sind Dienste, die man relativ schnell einrichten kann. Kostenlos auch über unsere Seite helfen wir da, wer da in Schwierigkeiten ist. Aber bitte organisieren, Back wird es brauchen. Mhm. Also. Okay. Da werden wir uns auch nochmal mit dem Bichler in Verbindung setzen als Amt für Weiterbildung und direkt also, mit ihm das nochmal besprechen. Also Back lautet logischerweise auf den Verein. Hingegen Speed. Speed ist ich persönlich, ich allgemein an eine physische Person gebunden. Das heißt, es gibt nicht einen Speed vom Verein. Ein Speed haben muss der gesetzliche Vertreter. Also unbedingt sollen sich die Obmänner und Obfrauen mit Speed ausstatten. Und das Gleiche gilt für die digitale Unterschrift. Der gesetzliche Vertreter braucht die digitale Unterschrift. Okay? Aber da eben, wie gesagt, das DCT kann eigentlich da im Fall auch unterstützen. Dann, was ist noch gesetzlich neu? Es gibt 2 Abrechnungsmodelle. Ein Modell nach Kassenprinzip und ein Modell nach Kompetenzprinzip. Wer wendet was an? Definiert wird das aufgrund der Einnahmen.
Also die kleinen Körperschaften, das kleine werden jede definiert, die Jahreseinnahmen unter 220.000 Euro hoben. Hingegen, wer mehr Einnahmen hat als 220.000 Euro, wendet das Kompetenzprinzip an. Als Jahreseinnahmen gelten alle Einnahmen, sowohl gewerblich wie auch nicht gewerblich, sonstige Einnahmen, auf dem allgemeinen Interesse, alles, was also in Form von Einnahmen erwirtschaftet wird auf Jahresbasis. Unterschied zwischen Kassaprinzip und Kompetenz, jetzt für die Nichtbuchhalter machen wir eine kurze Klammer auf. Kassaprinzip heißt, ich buche die Erlöse erst, sobald ich das Geld einer kriege, also sobald ich die finanziellen Mittel zur Verfügung habe. Nach der gleichen Logik kann ich Kosten erst dann erfassen, wenn ich die entsprechende Ausgabe getätigt habe, wenn mir das Geld abgeflossen ist. Konkretes Beispiel, ich kaufe diese Schere. Ich kaufe heute diese Schere, bekomme sie heute, zahlen tue ich sie aber erst am 2. Jänner. Im Kompetenzprinzip sind die Kosten von dieser Schere schon heuer zu erfassen, 2021, weil ich heuer kompetenzmäßig diese Kosten entstanden sind. Ich habe die Schere heute erhalten, ich bin heute im Besitz dieser Schere bekommen. Das heißt, das sind Kosten von 2021 und zum 31.12. werde ich eine Verbindlichkeit ausweisen gegenüber meinem Lieferanten vor die 10 Euro, was mir die Schere kostet. Im Kassaprinzip hingegen habe ich die 10 Euro als Kosten nicht höher in der hohen Bilanz, sondern erst in der Bilanz 2022. Warum? Weil ich erst in 2022 das Geld ausgegeben habe. Dann habe ich die Manifestation im Monetario, sagt man in Italienisch. Das heißt, der gleiche Sachverhalt ist je nach Prinzip anders in einem anderen Jahr zu erfassen. Das heißt, eine Bilanz nach Kassaprinzip ist nicht vergleichbar mit einer Bilanz nach Kompetenzprinzip. Das heißt, demzufolge ist es ratsam, dass sich ein Verein von vornherein schon die Entscheidung trifft, nach welchem Prinzip ich abrechnen will, um auch eine Vergleichbarkeit der Bilanzen über die Jahre zu gewährleisten. Es hat keinen Sinn, dass man ein Jahr nach Kassaprinzip abrechnet, ein Jahr nach Kompetenz und dann wieder zurückgeht. Nicht? Deswegen, ein Verein, was heute 210.000 Euro Einnahmen hat, aber es ist Pandemiezeit, es ist nicht viel gegangen, deswegen mit großer Wahrscheinlichkeit wäre nächstes Jahr die 220.000 Euro überschreiten und das noch kontinuierlich haben für die Zukunft, dann starten wir gleich mit Kompetenzprinzip. Es hat keinen Sinn, jetzt Kasse machen und dann wieder Kompetenz auf Kompetenz umzusteigen. Deswegen, ich kann mir vorstellen, also die meisten Vereine werden Kasse-Prinzip machen, aber wer da am Limit ist oder wer in eine Newco ist und in großen Aufschwung ist, vielleicht schon andenken, gleich nach Kompetenz zu fahren, damit wir auch langfristig nicht die Ulrike schüttelt den Kopf, betrifft keinen. Okay, dann gehen wir weiter. Ich habe auch eben. Ich glaube nicht, dass jemand über 200.000 Euro da sitzt. Also, bei mir sollte mal einiges entgangen sein. Okay. deswegen habe ich in meine Folien das Kompetenzprinzip auch nicht einmal betrachtet. Ich bin gleich aufs Kassaprinzip gegangen. Und das ist jetzt die Struktur. Das ist die neue Bilanzstruktur, ob es euch gefällt oder nicht. Mir gefällt sie persönlich nicht, aber das ist halt das, was wir gewährleisten müssen. Das ist mit Ministerialdekret so konstruiert worden. Und zwar in zwei Spalten. In der linken Spalte die Kostenauszahlung, in der rechten die Einzahlungen und aufgebaut nach Abschnitte. Jetzt do, das sind leider die Sammelpositionen. In jedem Abschnitt, der ist weiterhin untergliedert. Das sehen wir dann noch im Detail. Jetzt zuerst geht es mir leider darum, zu verstehen, was die Abschnitte sind und was wohin gehört. Neben den Einnahmen und Auszahlungen, aus denen dann der Überschuss hervorgeht, da unten, Überschuss oder Fehlbetrag, müssen wir unten auch die Liquidität darlegen zum Stichtag, also Foto zum 31.12. und zwar 31.12. des Berichtsjahres, zum Beispiel 2020, und zum gleichen Stichtag aus dem Vorjahr, also 31.12.20. Das heißt, alle anderen Vermögenswerte, was Anlagevermögen betrifft, Magazin, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, das ist alles uninteressant. Im Kassaprinzip interessiert ins Leih ist die Liquidität. Leih ist Foto zum 31.12. der Liquidität.
Geil. Okay. Was sind die Abschnitte? Was definieren die Abschnitte? Also Abschnitt A und B, da haben wir eigentlich schon die Antwort gegeben. Das ist, da werden wir definieren müssen, aufgrund in welchem Rahmen die Einnahmen erwirtschaftet worden sind. Wenn das Einnahmen betreffen, in Bezug auf Tätigkeiten im allgemeinen Interesse, das heißt Kohärenz zu unserer Satzung, dann kämen wir in Abschnitt A ein. In Abschnitt B, alles, was an Einnahmen erwirtschaftet wird, was nicht im Zweck, in meinem Vereinszweck in Korrelation steht. Wie gesagt, vorhin Einnahmen aus dem Abschnitt B im Limit von die 30% auf dem Gesamtkuchen Einnahmen. Also da erlaube ich zu sagen, im Abschnitt B höchstens vielleicht eine oder andere wird da Sponsoring ausweisen, nicht mehr. Alles andere gehört im Abschnitt A, also im Abschnitt A kämen die Mitgliedsbeiträge ein, die öffentlichen Beiträge, die Spenden, die Einnahmen aus den Kursen kommen im Abschnitt ein. Unter der Voraussetzung, dass der Kurs auch ein Kurs ist, was kohärent ist mit dem Vereinszweck. Okay, also da, das weiß ich nicht, der Kurs, der Bildungsausschuss, was bietet ein Bildungsausschuss für Kurse an, Ulrike? Machen wir ein Beispiel. Ein Malkurs kann das sein. Malkurs von mir aus. Ja, okay. Von mir aus. Okay, das kann man noch rechtfertigen als im Zweck. Aber sicher an sowas nicht an Babyschwimmen. Gehört, glaube ich, nicht zum Zweck eines Bildungsausschusses. Also, also es ist nicht verboten für einen Bildungsausschuss, also Babyschwimmen zu organisieren, aber die Teilnahmegebühren aus dem Babyschwimmen sind mit Sicherheit Einnahmen aus anderen Tätigkeiten, die heilkärten eine im Abschnitt B zum Beispiel. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen kommt alles im Abschnitt A ein. Abschnitt C, das ist Fundraising. Das sind die Fundraising-Tätigkeiten. Auf die kommen wir dann nochmal zurück. Ich will es gleich festhalten. Wir haben gesagt, Fundraising-Tätigkeiten ganz am Anfang sind steuerfrei, aber die Einnahmen, aber steuerfrei lag unter bestimmten Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist formeller Natur, und zwar formell heißt, dass wir es in unserer Bilanz auch richtig ausweisen. Richtig ausgewiesen, damit das steuerfrei ist, ist, dass wir das im Abschnitt C ausweisen, als solche. Wir müssen die Einnahmen schon ordentlich von vornherein taufen, als solche Einnahmen, und zwar im Abschnitt C. Aber da kommen wir nochmal zurück. Dann haben wir einen Abschnitt D, was da im Abschnitt D reinkommt. Das sind höchstens die aktiven Bankzinsen auf der Einzahlungs-, bei den Einzahlungen und die Passivzinsen und die Bankkommissionen, Bankspesen auf der Kostenseite. Im Abschnitt E warten die Strukturkosten, also die Beschreibung ist zusätzliche Einzahlungen. Ich übersetze das mit Strukturkosten, das sind die Kosten, was nicht direkt verbunden sein mit meiner institutionellen Tätigkeit. Das sind zum Beispiel die Honorarnote vom Steuerberater, vom Rechtsanwalt. Also die Kosten, was ich für meine Struktur habe, nicht unbedingt Dienstleistungen betreffen, was in meine Nutznießer zugute kommen. Nicht? Also ein Steuerberater, die Steuererklärung, was mir der Steuerberater macht, das ist für meine Struktur, das interessiert in meine Leute nicht. Also davon haben sie keinen Nutzen, deswegen sind Strukturkosten, die werde ich im Abschnitt E ausweisen. Jetzt ist eine Frage in der Chat. Präzision. Neues Bilanzabrechnungsmodell, welches gerade vorgestellt wird, betrifft die eingetragenen Vereine im RUNS. Ja. Nicht ab 23.11.2021. Nein. Nicht nur jene, die sich jetzt ab 23.01.2021 beim RUNS eintragen, sondern auch jene Vereine, die schon im Landesverzeichnis eingetragen werden und die jetzt seit dem 23.11. automatisch ins RUNS transmigrieren. Deswegen alle Vereine, die was beim Landesverzeichnis waren, die werden früher schon das Abrechnungsmodell anwenden müssen. Okay. Okay, dann letzter Abschnitt, da ist kein Buchstabe vergeben worden, fragst mich nicht wieso, also bei mir ist das der Abschnitt F. Was kommt noch auf der Einzahlungen? Das sind Einzahlungen aufgrund von Veräußerungen von Anlagegütern, wenn es eine Anlage gut verkauft,
oder höchstens Kapitalanlagen von Dritten, eine Finanzierung. Wenn mir ein Dritter eine Finanzierung gewährt, da habe ich eben fließt Geld ein, entsprechende Eingänge muss ich da in diesen Abschnitt erfassen und eventuell, wenn ich eine das Darlehen nehme an oder die Finanzierung zurückzahle in Raten oder auch einmalig, also die Rückgabe muss da auf der Auszahlungsseite auch auf dem, in dem Abschnitt erfasst werden. Und in diesem Abschnitt kommen auch die Investitionen ein, Investitionen in Anlagevermögen. Müssen wir differenzieren. Was sind Investitionen? Also Investitionen unterscheiden sich von Verbrauchsgütern aufgrund der, der Tatsache, wie lang das Gut, von der Lebensdauer des Gutes. Was heißt denn Lebensdauer? Also ein Gut, das eine Lebensdauer hat, also die Bilanzierungsrichtlinien sagen, von weniger wie 12 Monate, das heißt, wenn ich sich dieses Gut innerhalb von höchstens 12 Monate aufbraucht, dann ist es ein Verbrauchsgut, zum Beispiel ein Leuchtstift oder es gibt oder Güter, was sich durch einen einmaligen Verbrauch, seien sie weg, dann seien sie als Verbrauchsgüter. Eine Investition ist dadurch gekennzeichnet, dass sie dieses Gut über mehrere Jahre verwenden kann, also mit Sicherheit über einen längeren Zeitraum von 12 Monaten. Das ist eine Investition, ein Computer, ein Tisch, ein Fuhrpark, eine Immobilie, das sind Investitionen. Das heißt, alles, was Verbrauchsgüter sein, werden im Abschnitt A zu fassen sein als Kosten, alles, was Investitionen sein, in diesem letzten Abschnitt. Aber danach machen wir ein konkretes Beispiel, dann wird es vielleicht klarer. Dann letzte Position sind die Steuern, aber Steuern allgemein bezogen auf die gewerbliche Tätigkeit, wenn da Steuern anfallen, eher netter, sind die Lohn zu führen und daraus ergibt sich dann der Überschussfehlbetrag. Und unten, wie gesagt, müssen wir die Liquidität darstellen. Es gibt einige Grundregeln, überfliegen wir schnell. Die Rechnungslegung erfolgt nach dem in der Satzung vorgesehenen Haushaltsjahr, also in der Satzung, ob es definiert, wann es Haushaltsjahr beginnt und wann es endet. Aufgrund von der Logik müssen Sie auch ein Haus, einen Jahresabschluss formulieren. Also in den meisten Fällen ist der 1.1. bis 31.12. muss aber nicht sein. Es gibt einige Vereine, was nach Schuljahr arbeiten und buchen. Aber ich kann mir vorstellen, das Haushaltsjahr ist bei Ihnen das Kalenderjahr. Eine Bilanz muss allem auch den Vergleich zum Vorjahr gewährleisten. Das heißt, ich muss auch jetzt die 21-Bilanz, mir ist theoretisch auch den Vergleich, im Vergleich auch die gleichen Daten aus dem Vorjahr hervorheben. Also man muss allem 2 Jahre im Vergleich vorweisen. Jetzt, das heißt, man muss da die Bilanzzahlen aus dem Jahre 2020 aufgrund von diesen neuen Strukturen nochmal zusammenstellen. Ich sage, heuer kann ich sagen, Luxus leisten, den Vergleich zum Vorjahr nicht zu gewährleisten. Wir haben da mehrere Argumente. Das wichtigste Argument ist, dass der Vergleich keine zusätzliche Mehrinformation gibt. Meinem Bilanzleser, weil 2020 ist ein Pandemiejahr, ist nicht repräsentativ. Deswegen macht es keinen Sinn, da einen Vergleich zu geben. Und ein anderes Argument kann sein, sind die technischen Schwierigkeiten oder der Aufwand, das nochmal aufzurollen und so nochmal zu klassifizieren. Also ich glaube, wir haben da zwei Argumente, um uns der Arbeit zu ersparen. Aber nächstes Jahr dann, wenn wir die 22er Bilanz hinterlegen, zusammen werden wir den Vergleich gewährleisten müssen. Also mit der 22er Bilanz werden wir parallel auch die Zahlen aus dem Jahr 2021 voranschauen müssen. Schau kurz in den Chat rein. Okay, müssen die Positionen auch angegeben werden, wenn der Betrag 0 ist? Ja, also lass mal die Struktur so. Wir streichen nichts, wir schreiben da einfach 0 aus. Wobei, wie gesagt, das ist eine telematische, die ist telematisch zu hinterlegen, ist halt in dem Feld nichts anzugeben. Deswegen, ja. Die Position, die wir nicht streichen, mit denen sie einfach nicht beziffern. Fällt für die Referenten bezahlte Vorsteuer unter Steuern? Nein, das, was es für die Referenten zahlt, ist, wie der Theorie richtigerweise sagt, ist eine Vorsteuer. Das ist keine
direkte Steuer unter Steuern kommen leider die IRES eine und eventuell IRAP, wobei IRAP seit es frei als Verein des dritten Sektors. Eine, die Vorsteuer ist die Quellensteuer, die Ritenuta da Conto. Die HEL darf die unter gleichen Positionen ausweisen wie auch das, was ich dem Referenten gezahlt habe. Nehmen wir an, der Referent hat ein Honorar von 100 Euro, davon habe ich es 80 im Referenten gezahlt, 20 als Ritenuta mittels F24er. Die ganzen 100 Euro, die wir ausweisen, sehen wir dann noch unter Dienstleistungen im Abschnitt A. Also die Quellensteuer wird summiert mit dem, was wir dem Referenten gezahlt haben. Ergänzende Präzisierung: Und wenn Vereine nicht automatisch von uns übertragen werden können, zum Beispiel Stunden nicht in Ordnung sind, gilt die neue Bilanz dann auch? Nein. Also, wenn es nicht automatisch übertragen wird, also da wird es uns auch und es wird noch die Meldung kriegen vom RUNS: Achtung, ihr seid nicht konform. Die Statuten zum Beispiel sind nicht konform formuliert. Es hat noch 90 Zeit, um das zu berichtigen. Wenn es in den 90 Tagen nicht reagiert, dann wird es automatisch gestrichen aus uns. Na, logischerweise begreifen nicht die Pflichten in Verbindung mit dieser Jahresabrechnung. Also seid es von der ganzen, von dem ganzen Thema befreit. Aber eben, das heißt, befreit seid es erst, wenn es ist, wenn sie einen Kaus schmeißen aus uns, nicht? Also wenn es da nicht mehr, also wenn es also vom dritten Sektor aussteigt. Ja, Moment, aber theoretisch könnte ich jetzt noch aussteigen, ja, bevor ich sozusagen nachher übermittelt werde. Okay, ja, das kann, du kannst die melden beim Amt und sagen, bitte, ich übertrage meine Position nicht daheim. Also jemand, der momentan beim Landesverzeichnis eingetragen ist, kann eine Meldung machen ans Amt für Außenbeziehungen und Ehrenamt, mitteilen aufgrund vom Beschluss des Vorstandes oder am besten aufgrund der Mitgliederversammlung und mir genehmigt, dass wir da aussteigen. Wir stellen einen Antrag um Löschung aus dem Landesregister bzw. aus dem RUNS. Na, wenn es das innerhalb 31.12. macht, na, müsste es eigentlich die Jahresabrechnung nicht nach diesem Schema machen. Okay. Wenn es das erst im Jänner macht, na, seit es in 2021 noch drin gewesen, das heißt, für 2021 wird es die Bilanz noch nach der Struktur machen müssen. Die Mitteilung jetzt, um Austragung ist formfrei. Ich da noch Rücksprache mit dem Dr. Pichler Christoph vom Amt, passt da nicht einmal ein Back, ist eine gewöhnliche E-Mail zu machen, ohne große Formalitäten. Und die E-Mail geht aus, die Mitteilung macht der Obmann. Und das ist ziemlich formfrei. Muss man halt sagen, mit welchem Datum man da gestrichen werden will. Jetzt nach hinten geht es nicht, wenn noch kannst, dann kann man sagen, mit sofortiger Wirkung oder erst mit 31.12. steht dann frei. Aber auf jeden Fall, wenn jemand unbedingt gasen will, na, früher noch, um zu vermeiden, dass man für ein Jahr noch die Bilanz nach dem Schema machen muss und den auch hinterlegen muss. Wenn jemand eben den Schritt gehen will. Okay, dann bitte, ja? Na, verstehe das richtig. Das heißt, jeder Verein, der jetzt im Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen drinnen ist, ja, wird automatisch ins RUNS übertragen, auch wenn er die Statuten nicht umpasst hat. Ja, mit Vorbehalt. Es wird umgeschrieben. Jeder wird übertragen. Jeder. Jeder, der drin ist. Mhm. Jeder. Jetzt bis 21. Februar, ja, werden alle transmigriert. Nach dem 21. fangen dann die Kontrollen an in Rom. Dann wird hervorgehen, dass die Statuten nicht konform sein. Das heißt, es wird noch ein Schreiben kriegen, wo sie eigentlich mitteilen, Achtung, es habe jetzt 90 Tage Zeit, das zu berichtigen. Wenn nicht, dann wird es gestrichen. Mhm. Aber wenn es schon wisst, dass ihr da im RUNS nichts zu suchen habt, dann darf ich nicht warten, bis ich sich melden bin und das noch nicht reagiert. Und da darf ich einen ersten Schritt gehen und das frisch melden. Nicht? Okay, danke. Okay. Da eine Hand, nein, ein Chat.
muss eventuell ein Ausdruck von der Hauptversammlung beschlossen werden, fragt die Helene. Also, das ist ziemlich ein gravierender Beschluss, weil, ja, jetzt richtigerweise, jetzt bin ich beim Denken, wenn du das über die Mitgliederversammlung machst, dann wirst du das höchstens nicht höher noch hinkriegen. Nicht? Dann muss man da, man muss schneller reagieren, um innerhalb 31.12. den Austritt zu beantragen. Dann darf ich das folgendermaßen machen, darf ich zumindest das über einen Vorstand, über die, es vom Vorstand beschließen lassen. Also soll der Vorstand darüber entscheiden, da auszutreten, machen wir ein Protokoll. Und dann aufgrund von diesem Beschluss werden wir das mitteilen im Amt, aber den Beschluss darf ich mir noch auf jeden Fall ratifizieren lassen, das heißt begutachten lassen, dann bei der nächsten Mitgliederversammlung im Januar, Februar oder März, wenn es die Bilanz genehmigt, darf ich dann meinen eigenen Punkt einsetzen, um also als Ratifizierung zum Austritt aus dem dritten Sektor, weil eben, das ist ein ziemlich gravierender Beschluss, wo ich mich als Vorstand schon auch ein bisschen, muss mir ein bisschen vorsichtig sein, weil da kann der eine oder andere Mitglied auch sagen, na, das ist eine Entscheidung, der Vorstand nicht unbedingt die Kompetenzen hat, nicht um das zu beschließen. Okay, wir haben jetzt noch einmal Martin und danach war noch etwas im Chat und da ist es um die Daten gegangen, aber vielleicht sollen wir die Daten wirklich auch nochmal einzeln besprechen. Gell? Martin hat die Hand aufgehoben. Ja, Martin. Ich wollte gleich nochmal, also wenn jetzt von mir erst im Jänner in der Vollversammlung entscheidet, die Vollversammlung, ich will jetzt da echt nicht mitmachen, das ist nichts für mich. Dann, und Sam es mitteilt, dann wäre wohl nicht den Abschluss noch machen müssen, nach dem Formular, nach der Vorgabe, oder? Ja, musst du. Aber meine Statuten, ich bin ja noch nicht einmal aufgenommen. Weil du, was ich mir, wenn ich mir erinnere, bist du nicht aufgenommen? Nein, nochmal. Ich bin ja noch nicht einmal aufgenommen, weil meine Statuten sind ja noch nicht überprüft. Vielleicht sind sie alleine in Ordnung. Aber ob sie es jetzt zum Ersteintrag beantragt oder wartet es schon beim Landesverzeichnis? Nein, wir waren schon dabei. Okay, das heißt, am 31.12. bist du offiziell zum 31.12.21 bist du offiziell im Landesverzeichnis. Auch wenn meine Statuten noch falsch sind und ist gleich, ich bin drinnen. Ich befürchte, die 21er Bilanz muss noch ein neuen Abrechnungsmodell formulieren. Okay. Ja. Eine Frage in der Chat. Am Dienstag wurde gesagt, dass im Mai 2022 die Entscheidung getroffen werden kann, ob aussteigen oder nicht. Ja, der Termin vom 22. Mai ist die Deadline für die Anpassung der Satzung. Nicht? Jetzt, wir können gern bis Mai warten. Meine Anregung war, wenn es jetzt schon definiert habt, dass es im dritten Sektor nicht bleiben willst, na, jetzt das früher noch mitteilen, um zu vermeiden, ohne Bilanz noch nach dem Schema machen zu müssen, das zu hinterlegen müssen. Leider aus dem Grund meine Anregung, das früher noch zu machen. Sonst kannst du es gerne auch das auch aussichern, die Entscheidung mit dem zusätzlichen Aufwand, aber halt noch ohne Bilanz noch nach der Form machen zu müssen. Und den Überschuss muss man dann auch abgeben, Frau Scheiter-Theo. Devolution del Patrimonio, ja. Also momentan ist es so, dass wir, also im Gesetz ist eigentlich auch schon vorgesehen, dass auch, wer beim Landesverzeichnis eingetragen wird und sich ausdrucken lässt, das Vermögen übertragen muss. Also das ist nicht eine Neuheit des Runds, das hat es schon eigentlich allen gegeben. Aber da hat uns der Bichler bestätigt, dass wer heute aus dem Landesverzeichnis austritt, dass dann nicht die Übertragungspflicht besteht. Das heißt, das Vermögen, ja, also es ist nicht einem anderen Verein abzugeben, das bleibt dem Verein, auch wenn er dann aussteigt aus dem Landesverzeichnis, somit aus dem dritten Sektor. Aber das bleibt, bis es das Landesverzeichnis gibt. Sobald noch das Landesverzeichnis definitiv
vergraben ist. Das heißt, ab Februar, wo der Runz leider existiert, im Runz wird es noch nicht mehr so sportlich gehandhabt. Dann wird die Übertragung des Vermögens mit großer Wahrscheinlichkeit auch durchgesetzt und der Runz wird darüber auch drauf bestehen, dass man bei einer beim Austritt dann die Mittel auch abgibt. Deswegen ein Argument, zusätzliches Argument, um diesen Beschluss jetzt zu fassen und nicht erst in 2 Jahren, sobald es schon beim Runz seid. Also ist diese Existenzfrage, ich hätte mir gehofft, dass es eigentlich da schon seit dem letzten Dienstag in klaren Worts mit der Checkliste, die Ulrike meint, da braucht es noch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten, aber ich darf mir nicht zu lange Zeit nehmen. Also diese Existenzfrage, da die sagen, innerhalb Heuer noch beantworten, damit wir auch früh genug darauf reagieren können. Okay. Okay, noch gehe ich weiter. Wir waren bei den Grundregeln. Im Kassenprinzip haben wir gesagt, also das, die Logik ist nach Liquiditätseingang und Ausgang. Das heißt, was ist denn die Logik vom Kassenprinzip? Die Logik ist, dass die Eingänge minus die Ausgänge, also das Ergebnis, der Gewinn oder Verlust, muss übereinstimmen mit dem Delta zwischen Liquidität zum 31.12. und Liquidität zum 1.1. Also das muss die Rechnung, das muss aufgehen, die Berechnung. Zum Beispiel, nehmen wir ein konkretes Beispiel, mein Kontostand war zum 1.1. 50.000 Euro. Zum 31.12. war mein Kontostand 70.000 Euro. Das heißt, ich habe im Berichtsjahr einen Gewinn gehabt von 20.000 Euro. Differenz zwischen Kontostand Ende und Beginn des Geschäftsjahres. Okay, also das ist die Logik vom Kassenprinzip. Das heißt, im Kassenprinzip ist absolut irrelevant. Die Kompetenz ist kein Thema. Das heißt, auch zum Thema Investitionen haben wir vorhin angedeutet. Wenn ich heuer ein neues Vereinsauto kaufe und 30.000 Euro ausgibt, dann habe ich 30.000 Euro an Kosten in meiner Bilanz drin, die mir mit großer Wahrscheinlichkeit die höhere Bilanz in Minus bringen mit einem riesen Verlust. Aber hingegen im Kompetenzprinzip darf man die Kosten aufgrund der Abschreibungsdauer, der Lebensdauer vom Gut abschreiben, also in Quoten erst als Kosten einfließen lassen in meine Bilanz. Nicht? Okay. Dann Grundregel der Kassa, der Jahresabrechnung nach Kassaprinzip ist die chronologische Durchnummerierung der Einkaufsbelege. Also das ist eigentlich die einzige Auflage bürokratischer Natur war in Verbindung mit meiner Buchführung. Also das Einzige, was ich gewährleisten muss, ist, dass ich die Einkaufsbelege durchlaufend nummeriere. Oben, rechts oben, links unten, wo es will, einfach durchnummerieren. Und 10 Jahre aufbewahren. Es gilt eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren, bezogen nur auf die Einkaufsbelege. Was sind Einkaufsbelege? Einkaufsbelege sind Rechnungen, Quittungen. Wenn ihr eine Spesenrückvergütung gibt, dann ist halt die Aufstellung der Spesen. Oder bei einer Versicherung gibt es ja nicht, die Versicherung macht man weder eine Rechnung noch eine Quittung, die machen mir eine Zahlungsaufforderung oder eine Quittung, noch ist das für mich der Beleg. Auf jeden Fall für jede Ausgabe müsstet die, oder für die wichtigsten Ausgaben müsstet man halt einen Beleg haben. Nicht für alle Ausgaben gibt es einen Beleg, so weiß nicht, für die Bankspesen habe ich keinen Beleg, aber für die wichtigen Positionen schauen, einen Beleg zu haben und die Belege durchlaufend Nummerierung, die Chronologie, chronologisch muss ich sie nummerieren, das heißt, die Chronologie ist gegeben, aufgrund der Reihenfolge, wie ich sie zahle. Kassenprinzip, also 10 dort, in welcher Reihenfolge ich sie zahle. Und der Nummerkreis beginnt jedes Jahr mit 1. Januar mit 1. Also jedes Jahr beginnt der Nummerkreis von 9. Jahresabschluss. Was ist da die Auflage in Verbindung mit der Transparenz? Ist zu gewährleisten, dass der Jahresabschluss formuliert wird durch den Vorstand. Also der Vorstand ist zuständig für die Formulierung der Jahresabrechnung. Das Kontrollorgan, falls vorhanden, muss es bestätigen, muss also grünes Licht geben und die Mitgliederversammlung muss es genehmigen. Also ich brauche ein Protokoll der Mitgliederversammlung, der das genehmigt. Erst dann
ist es dann zu hinterlegen beim Runz. Wie gesagt, Hinterlegung muss telematisch sein und Teil kann im Fall des DCT kostenlos abnehmen. Das können wir als Dienstleistung anbieten. Das Modell, haben wir vorhin schon gesagt, ist schon doch vordefiniert. Man kann es nicht verändern. Wir können es höchstens, also Positionen darf man keine zusammenlegen oder streichen. Wir können es höchstens untergliedern, wenn die Notwendigkeit ist, gewisse Positionen ein bisschen im Detail zu definieren, aber ohne allerdings die Gesamtpositionen, Gesamtposten zu eliminieren. Okay, das sind die Grundregeln. Dann, was ist noch zu gewährleisten? Eins ist das Berechnungsmodell, ein Berechnungsmodell, was zusätzlich noch an Informationen zu liefern ist am Runz, ist einmal das Detail der durchgeführten Fundraising-Tätigkeiten. Das ist eben zusätzlich noch zu dokumentieren und auch beim Runz abzugeben. Jetzt da ist noch nicht definiert, in welcher Form, ob man das per Back mitteilen muss oder ob man das auch noch telematisch macht. Inzwischen macht es das, produziert es ein PDF und das jetzt, bis wir noch die Unterlagen zu hinterlegen haben, hinterlegen müssen wir ja den Abschluss 220, erst innerhalb 30.06.2022, also haben wir noch mehr als ein halbes Jahr Zeit, um zu verstehen, wie wir die ganzen Sachen zu hinterlegen haben. Auf jeden Fall auch für die Fundraising-Tätigkeiten, haben wir vorhin gesehen, laut Abschnitt C, das sind die Spendensammlungsaktionen, für die halten wir es nur für jede Tätigkeit, für jedes Event eine eigene Abrechnung gewährleisten. Aus dieser Abrechnung müssen die Eingänge und Ausgänge hervorgehen und ein kleiner Bericht. Was muss in diesem Bericht stehen? Also die Fundraising-Tätigkeiten, haben wir gesagt, können wir kostenlos machen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Diese Voraussetzungen müssen aber aus dem Bericht hervorgehen. Was sind die Voraussetzungen? Also steuerfrei ist das Fundraising, wenn es gelegentlich ist. Also wenn ich das eben zu einem bestimmten Anlass mache, zu einer Festlichkeit oder also nicht kontinuierlich, nicht regelmäßig das ganze Jahr. Also das Wiesenfest darf ich nicht jeden Samstag machen, sondern halt ein paar Mal im Jahr. Das Gleiche gilt fürs Preiswarten oder sowas nie oder für die Kalender oder für die Ostereier. Also das ist alles gelegentlich, wenn man es leider so Adventszeit machen oder so Ostern, ist die Gelegentlichkeit allen gewährleistet. Zweite Auflage ist die Einbringung von Freiwilligentätigkeit. Also meine Aktion der Filei, bei der Aktion müssen auch meine Freiwilligen involviert werden. Also ich muss sie einspannen beim Wiesenfest, beim Aufschenken oder bei der Kasse oder beim, wenn ich einen Preis weitermache, also müssen sie präsent sein oder beim Konzert müssen sie eingespannt werden. Dann stuhlfrei, eine weitere Auflage ist, dass sie bei dieser Aktion angemessene oder mäßige Preise, bescheidene Preise anwendet. Das heißt, beim Wiesenfest darf ich mein Bier nicht um 10 Euro verkaufen. Also es muss ein bescheidener, mäßiger Preis sein. Also es heißt nicht unbedingt ein Marktpreis. Also ich kann schon mehr auch verlangen von dem, was da Nachbar in der Bar nebenan verlangt, weil eben die Leute bei mir nicht leid wegen des Bier kennen, sondern sie kennen, um auch meinen Verein zu unterstützen. Da kann ich von mir aus auch 2,50 oder 3 Euro verlangen für mein kleines Bier. Aber auf jeden Fall, es muss halt ein bescheidener Preis, ein mäßiger Preis, also vertretbarer Preis, mit dürfen oder ein Konzert bis 15, 20 Euro kann ich verlangen. Sicher nicht die 200 Euro, was ich bei einem Konzert von Vasco Rossi verlange. Nein, dass wir es verstehen. Was wir noch gewährleisten müssen, ist die Transparenz. Transparenz im Sinne, dass wer bei mir ein Bier trinken kommt oder wer bei mir einen Kalender kauft oder bei meinem Konzert gegen Eintritt kommt, der muss gleich von vornherein verstehen, dass er da in dieser Situation nicht bei irgendjemand ein Bier trinkt oder irgendein Konzert zulässt, sondern dass er in der Situation jemanden unterstützt, und zwar eine ehrenamtliche Institution, die diese Mittel auch entsprechend in institutionelle Tätigkeiten einsetzt. Wie ist diese Transparenz gewährleistet? Bei einem Konzert fängt es schon an, beim
bei der Einladung oder beim Plakat muss vorgehen, veranstaltet durch Bildungsausschuss XYEO, schreiben wir vielleicht hin, das ist eine Spendensammlungsaktion. Dann am Abend soll da, beim Konzert soll der Obmann oder die Obfrau auf die Bühne gehen, sagen wir sein Bildungsausschuss XY, das Geld, was wir heute eintreiben, das wird eingesetzt, um, was weiß ich, das und das für unseren Verein zu finanzieren. Wenn wir das machen in Form von einem Wiesenfest, diese Spendensammlungsaktion, dann muss auf dem Bierstandl irgendwo oben stehen, Bildungsausschuss XY, vielleicht mit unserer Leute mit einem T-Shirt oben, wo das Logo oben ist vom Bildungsausschuss oder die Aufschrift mit Informationsmaterial, mit ein paar Fotos vielleicht. Okay, also es gibt die Transparenz, kann man mit mehreren, also vielfältig gewährleisten. Oder wenn man die Kalender verkauft mit der Pickerle drauf, wo eben hervorgeht, das Esto dahinter seid und nicht irgendeiner, was das gewerblich macht. Okay, das heißt zusammengefasst, die Fundraising-Tätigkeiten müssen 5 Auflagen erfüllen. Die erste Auflage formeller Natur, also wir müssen die Einnahmen im entsprechenden Abschnitt in meiner Bilanz ausweisen und 4 Auflagen substanzieller Natur, wie gesagt, Gelegenheit, Freiwilligentätigkeit, mäßige Preise und Transparenz. Unter diesen Spielregeln geht es alles steuerfrei. Das heißt, als Verein des dritten Sektors, ob es da im Verhältnis zu allen anderen Vereinen, was nicht im dritten Sektor sein, ein riesen Vorteil, weil da kann man praktisch alles machen steuerfrei. Ein Wiesenfest, wie gesagt, ein Konzert, ein Kalender verkaufen, eine Showstreihe, da wird praktisch alles, aber halt unter diesen Spielregeln. Das zum Thema Fundraising. Was noch zusätzlich zu als Fußnote zu meiner Abschluss zu gewährleisten ist, ist ein Satz, in dem wir sagen, dass die eventuellen Einzahlungen aus weiteren Tätigkeiten, Abschnitt B, dass die dienlich sein und zweitrangig im Verhältnis zu den allgemeinen Tätigkeiten, allgemeinen Interessen und dass somit die Schwelle von 30% bzw. 66% nicht überschritten wird. Da habe ich ein Beispiel eingeschrieben, wie man das formulieren kann. Ganz einfach, macht es Copy and Call, hat jetzt das zusammen so anführen und das ist somit getan. Eine Frage in der Chat. Brauchen wir keine Revision mehr, wenn uns die Bilanz kontrolliert? Folgt die Claudia. Das Thema hätte ich mir eigentlich verlässlichen Abend vorbehalten, aber wenn können wir gleich angehen. Also die Revision sind im Rund erst notwendig, wenn es bestimmte Schwellen überschreitet. Die Schwellen gegeben durch Einnahmen über 220.000 Euro, Aktiver über 110.000 Euro und Mitarbeiter über 5 Mitarbeiter. Das heißt, ich kann mir vorstellen, Bank, dort kann er die Limits überschreiten, weil die Limits muss man auch, mindestens 2 von den 3 Limits muss man für 2 Jahre in Folge überschreiten. Deswegen, vielleicht kann in einem Jahr irgendein Verein ein super Event haben mit super Einnahmen, vielleicht auch die Schwelle von die 220.000 Euro überschreiten, aber wenn er noch im Folgejahr wieder drunter ist, dann hat er sie nicht für 2 Jahre in Folge überschritten, deswegen greift Sam die Pflicht nicht an Revisor zu beauftragen. Deswegen getragen zu sagen, bei ENK, bei den Bildungsausschüssen, wird es keine Revisoren brauchen. Revisoren meine ich, akkreditierte Revisoren mit, also Reinigungsrevisoren mit Stempel eben und die, was eben das auf professioneller Basis machen. Es sei denn, es habe es in einer Satzung nicht vorgesehen, jetzt habe ich sie nicht mehr im Kopf, Ulrike, hilfst mir, in einer Standardsatzung ist ein internes Revisionsorgan vorgesehen, jetzt habe ich sie nicht mehr im Kopf. Ja, ich glaube schon. Und jetzt mache ich sie auf, mal kontrollieren wir es schnell. So, freigeben. Also, jetzt habe ich sie da, die Satzung. Im Abschnitt 7 sind die ganzen Organe definiert. Ja. Vorstand, Rechnungsprüfer. Mhm. Ja.
Da steht nicht viel. Rechnungsprüfer, also Rechnungsprüfer ist das Kontrollorgan. Heißt man es, wie es wählen, das ist allen, gemeint ist allen, jemand, was kontrolliert. Und da heißt Rechnungsprüfer, ja, prüfen jährlich vor Beginn der Hauptversammlung die Finanzgebung und stellen einen Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Ja, da ist kein Bezug zum Artikel 30 und 33 vom Code des Dienstsektors. Deswegen müssen wir aufpassen bei der Nominierung dieser Rechnungsprüfer, welche Aufgabe wir ihnen geben wollen. Weil wenn wir nicht die Schwellen überschreiten, müssen sie nicht die Aufgaben übernehmen und vor allem die Verantwortung im Sinne vom Artikel 30 und 33 vom Code des dritten Sektors. Wir schreiben es im Mandat, aber sagen wir gar nicht, formulieren wir eine Vorlage, wo wir, wie wir das noch im Protokoll der Mikroversammlung einschreiben können. Wir beauftragen sie leider mit der Abstimmung der Salden von mir aus zwischen Bankkontoauszug und Rechnungen. Also die Tätigkeit hat ihnen überlassen und die korrekte Aufbewahrung der Belege für 10 Jahre. Nicht mehr. Weil sonst die Kontrolltätigkeit im Sinne von Artikel 30, 31 ist viel umfangreicher als Zem. Aber das braucht es ja auch nicht. Ist nicht notwendig. Unter 220.000 Euro sein. Ja. Ist nicht notwendig. Genau, aber nachdem das in der Satzung nicht genau definiert ist, was da der Arbeitsumfang ist von den Rechnungsprüfern, dann darf ich das mindestens bei der Nummerierung klar definieren, um zu vermeiden, dass der Runz dann herkommt und sieht, dass da Rechnungsprüfer nominiert sein. Er davon ausgeht, dass das ein Rechnungsprüfer sein, was die Tätigkeiten ausüben im Sinne von Artikel 30 und 33 und nachher auch die entsprechende in Verantwortung zieht und vor allem behauptet, dass die Rechnungsprüfer nicht die Voraussetzungen erfüllen, was notwendig sein. Voraussetzung ist eben die Akkreditierung als Rechnungsrevisor beim Innenministerium. Geil, also da, ja, bei der Satzung hätte man das ein bisschen vielleicht besser formulieren gekannt, aber es ist, wir können es auch anders lösen, indem wir eben bei der Nominierung das genau definieren. Oder noch einfacher, dass wir auf den Rechnungsprüfer verzichten. Das kann auch was eine Lösung sein. Mhm. Bei der nächsten, jetzt wenn die Rechnungsprüfer beim nächsten Mandat, wenn jetzt das Mandat ausläuft, lassen wir die Mitgliederversammlung darüber befinden, dass man festgestellt, dass die Pflicht zur Einrichtung des Kontrollorgans nicht besteht, weil die Schwellen nicht überschritten werden, verzichtet die Mitgliederversammlung auf die Einrichtung des Kontrollorgans. Dann ist das Thema vom Tisch, dann haben wir halt kein Kontrollorgan mehr. Weil das ist effektiv Fleißaufgabe Bank, das ist nicht notwendig. Das war Bank nicht einmal notwendig gewesen, nicht einen Rechnungsprüf zu nominieren. Als jetziger, als neuer uns. Genau, Partner plus Opposto, genau, das ist beim Rund Zeit. Jetzt für alle anderen logisch, geht es ist alles nicht. Also als Verein des dritten Sektors ist halt. Der ist das halt so geregelt, nicht das Kontrollorgan. Wenn wir es einrichten und wenn es die Aufgaben übernimmt, was das offizielle laut uns Organ haben muss, dann müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Also der Rechnungsprüfer, wie es denn da konzipiert, ist eigentlich ein hausgemachter Rechnungsprüfer und der haftet allein in die internen Verhältnisse der Wert. Gegenüber Dritten nie in Verantwortung übernehmen dürfen. Nicht? Also, okay, also nach außen hin ist auch leider Vorstand verantwortlich. Also der Rechnungsprüfer, der, sagen wir, hausgemachte Rechnungsprüfer, der ist leider in die Mitglieder gegenüber verantwortlich, also in die internen Verhältnisse. Okay, jetzt ist schon halbe Achte. Jetzt, ich hätte mir eigentlich vorgenommen, etwas anzubieten, um das Leben einfach zu machen. Jetzt, die Zeit ist knapp. Ulrike, darf ich halt noch das anbieten, das Tool? Oder lieber nicht dann? Warte mal, sagen, sozusagen, um das zu machen, ja. Was wir uns besprochen haben, sozusagen.
Es gibt ja mehrere Möglichkeiten sozusagen oder Vorlagen, wie ja, also wie das zu schicken ist. Ich tue es einmal einblenden. Jetzt, weil vorhin habe ich leider die Sammelposten vom Modell angezeigt. Jetzt zeige ich eigentlich, wie es die Bilanzstruktur ausschaut mit den ganzen Unterpositionen auch. Nicht? Jetzt habe ich sie jetzt hier eingeblendet. Da haben wir Abschnitt A, die Abschnitte haben wir gesehen, nicht? A, B, C, D, E und der letzte für die Investitionen und Finanzierungen eventuell. Und da gibt es noch weitere Untergliederungen. Zum Abschnitt A habe ich vorhin schon angedeutet, da haben wir Punkt 1 für die Mitgliedsbeiträge, dann Punkt 4 für die freiwilligen Spenden, 5 Promille, Punkt 5 die öffentlichen Beiträge, Punkt 8. Also da, die Beschreibung ist ziemlich intuitiv, da darf jeder, glaube ich, selber verstehen, was da überall reinkommt. Das Gleiche gilt für Abschnitt C, für das Fundraising-Tätigkeiten. Wir haben schon vorhin gesagt, steuerfrei seien sie leider, wenn sie gelegentlich sein, deswegen unbedingt in der Zeile 2 die Einnahmen angeben, weil in der Zeile 1 sind die gewohnheitsmäßigen Fundraising-Tätigkeiten anzugeben. Also macht es bitte kein Eigentor, wenn wir das steuerfrei machen will, dann müssen sie gelegentlich sein. Das heißt auch in der entsprechenden Zeile ausweisen. Okay. Und die Kosten in Verbindung mit dieser Fundraising-Tätigkeiten kämen da auf der gleichen Höhe, allem in der Zeile 2. Das Detail haben wir gesagt, wir müssen ja die einzelnen Events nochmal im Detail auflisten, kann man da als Piedinota, also als Fußnote gewährleisten. Von mir aus Thomas Totale, nicht auf meine drei Events, sagen wir, da ist Totale aus Preiswarten drin, Wiesenfest und Konzert. Das Detail, die wir da wieder gewährleisten, Preiswarten, Konzert und Kalender oder Kalender von mir aus. Und da nochmal die Einnahmen, Ausgaben, das Ergebnis. Und da in der Beschreibung, wie wir vorhin gesagt haben, was die vier Sachen vorgehen, was wir gesagt haben. Mit Gelegentlichkeit, Volontariat, Modico Valore und Transparenz. Okay, jetzt was Sie, und das ist die Struktur, in der Form müssen wir es hinterlegen. Jetzt, wir hätten als DCT ein entsprechendes Tool entwickelt, um eigentlich das Leben einfacher zu machen. Das Tool ist ganz einfach konzipiert. Da habt ihr die Möglichkeit, in diesem Blatt den Bankkontoauszug einzupicken. Es geht am 1. Januar, die ganzen Bewegungen aus dem Jahr 2020, aus dem Homebanking, in Excel exportieren. Das Excel kannst du da importieren, und zwar da in der Kolonne ist Datum. Auf dem Bankkontoauszug ist das Datum allen zweimal oben. Einmal ist Wertstellungsdatum, einmal ist Buchungsdatum. Was uns interessiert, ist das Buchungsdatum, Data Contabile, nicht die Data Valuta. Also Data Contabile, als Beschreibung kannst du die Kausale übernehmen. Kausale kannst du noch im Fall besser formulieren, wenn der nicht klar vorgeht. Als Betrug mit Plus die Einnahmen, die Kosten in Minus. Und da müsste man noch, ist eine Dropdown-Liste, muss man erstens einmal den Abschnitt definieren, Abschnitt A, B, C, D, je nachdem, ob es eine Einzahlung ist oder eine Auszahlung. Dann die entsprechende Zeile, nehmen wir an, das ist Abschnitt A, eine Einzahlung, die entsprechende Zeile ist ein Mitgliedsbeitrag, Position 1. Und noch, da wird automatisch der Betrug A in meiner Bilanzstruktur übernommen. Machen wir ein konkretes Beispiel. Nehmen wir an, mit 1.1. oder mit 2.1. 2.1.2021 habe ich Bankspesen über 20 Euro, Spesen mit Minus. Berichtsjahr, wir haben gesagt, Kassenprinzip ist definiert aufgrund vom Datum, wann wir etwas zahlen oder kassieren, also Berichtsjahr Totalliste ist 2021. Der Abschnitt, ich habe es vorhin schon angedeutet, Bankspesen können im Abschnitt D sein Auszahlungen, und zwar Auszahlungen aufgrund von Bankbeziehungen. So, dadurch haben wir die 20 Euro schon automatisch da drin. Okay, dann haben wir schon praktisch das schon getauft, ist das schon in Ordnung. Zusätzlich, weil die Bilanzstruktur, also ich bin nicht ganz begeistert, die gibt mir nicht das notwendige Detail her, um nachher beim Landesamt das abzurechnen, weil zum Beispiel dort unter Dienstleistungen an die Versicherungen drin, an die Honorare drin, an die
Strom drin, ist alles drin. Deswegen, ich brauche da, muss es ein bisschen näher detaillieren. Aus dem Grund haben wir in unser Tool auch ein Blatt eingefügt, das heißt G&V. Das ist mein interner Kontenplan, sozusagen. Also denn das ist nicht der offizielle, als offizielle Bilanz ist der da, aber das ist meine interne, hausinterne Jahresabrechnung, also mit Sicherheit, ob sie es schon intern einen Kontenplan entwickelt, dann kann sie es da übernehmen. Also das ist ein Vorschlag, den wir da angeben, der kann es gerne ergänzen oder zusammenlegen. Auf jeden Fall, da haben wir zum Beispiel für die Bankspesen auf der Ausgabenseite schon eine Position vorgesehen. Der heißt irgendwo, heißt Bankspesen, eccolo qua, Position 9. Je nachdem, was wir da eingegeben haben, ob es da die Möglichkeit in der Kolonne, in der Spalte G und V, die Kostenposition oder Lösposition A herauszufiltern. Und zwar mit der Dropdown-Liste, Abschnitt Punkt 9. Das heißt, die 20 Euro habe ich somit automatisch da auch schon erfasst. Jetzt den Kontenplan haben wir so definiert, auch, damit er konform ist auch mit dem Abrechnungsmodell beim Amt. Wir haben da die, genau auch die Wort, den Wortlaut haben wir so übernommen aus dem Beschluss der Landesverwaltung für die zugelassenen Spesen. Da haben wir auch mit dem Stern gekennzeichnet, was nicht anerkannte Spesen sein. Es wisst ja, einige Spesen werden ja vom Landesamt nicht anerkannt. Das seien auf der Ausgabenseite die Spenden, Passivzinsen, Repräsentation, Verzugszinsen, Strafen und die Vergütungen an Mitglieder von Organen. Die haben wir extra mit Stern gekennzeichnet und da eine Fußnote hingetan, nicht zugelassene Ausgaben bei Gemeinden und Land. Gell? Was da noch möglich ist, ist, dass wir da die Abrechnung auch aufgrund von Kostenstellen konstruieren. Zum Beispiel ein Bildungsausschuss hat ein bestimmtes Projekt, die sie separat abrechnen wollen, weil wir auf das Projekt vielleicht einen eigenen Beitrag beantragen. Also es gibt ja mehrere Kanäle, nicht als ein laufende Ausgaben, also die Pro-Kopf-Quote, dann können wir um einen Investitionsbeitrag beantragen oder auch für ein Projekt. Also nehmen wir an, wir wollen das Projekt da getrennt führen, dann machen wir eine Kostenstelle für das Projekt. Dann können wir da auch diese einzelne Eingaben und Ausgänge auch aufgrund von dieser Logik taufen, aufgrund von der Kostenstelle, da habe ich Projekt XY. Jetzt Bankspesen ist ein blödes Beispiel, oder aber zum Beispiel am 3.1.2021 haben wir Honorarnote von einem bestimmten Referenten, 100 Euro, Berichtsjahr ist 2021, Honorarnote ist in Verbindung mit Tätigkeit im allgemeinen Interesse, also Abschnitt A, eine Auszahlung, Honorarnote ist eine Dienstleistung und in meiner hausinternen G&V habe ich schon eine Position vorgesehen und zwar weiter oben Vergütungen an Freiberufler. Und das von mir aus ist Projekt, bezogen auf das Projekt. Und machen wir Copy and Colla, dann habe ich eine Honorarnote, oder ist da Honorarnote für einen Steuerberater, Steuerberater. Nehmen wir an, das ist auch eine Vergütung an Freiberufler, aber das hat nichts mit dem Projekt zu tun, dann tue ich das weg. Das heißt, ich habe die 200 Euro, oder nehmen wir da 80 Euro, Steuerberater ist ein bisschen billiger, dann habe ich Vergütung an Freiberufler, insgesamt 180 Euro. Davon bezogen aber auf das Projekt leider 100 Euro. Dadurch kann ich das Projekt separat abrechnen. Das Projekt hat mir 120 Euro gekostet. Also die Kostenstellen kann ich konstruieren aufgrund von mehreren Bedürfnissen. Ein Bedürfnis kann sein, das Projekt, was ich separat abrechnen muss, oder auch ein Standort. Ich habe als Bildungsausschuss betreue ich mehrere Standorte. So als nie, Bildungsausschuss Bozen hat einen Sitz in Gries und einen in Zentrum. Da kann ein Standort der Logik sein oder kann ich schon aufteilen aufgrund der Beiträge, was ich abrechnen muss.
Weil die Kosten muss ja, darfst du ja nicht zweimal abrechnen. Nicht? Du musst entweder bei einer Partei oder bei der anderen Partei abrechnen. Also entweder bei der Gemeinde oder beim Land oder bei der Stiftung Sparkasse. Das heißt nie, noch kannst du schon definieren, wo du die Kostenposition dann geltend machst für die Beiträge. Okay, in der Chat. Bitte größer, Entschuldigung, das ist zu spät, ein bisschen vergessen. Vorsteuern für Kostennoten von 220 Jahren, die man im Januar 21 erst zahlt, kommen also erst 2022 in die Bilanz oder noch 2021? Theo, berechtigte Frage, nach Kassenprinzip, erst wenn du sie zahlst, das heißt, wenn du die Kostennote, du hast sie gezahlt an deinem Referenten hast du das Honorar gezahlt im Dezember 2021. Die Quellensteuer zahlst du aber erst im 16. Jänner. Das heißt, die Quellensteuer wirst du erst in 2022 als Kosten erfassen. Das heißt, von den 100 Euro hast du 80 in einem Bilanzjahr drin und die anderen 20 im nächsten Bilanzjahr. Ist halt das so. Da kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen, bitte. Wiederholen? Also einen Referenten. Referent macht mir die Honorarnote. Die Honorarnote zahle ich ihm im Dezember. Okay, das heißt, die Quellensteuer auf die Honorarnote ist erst am 16. des Folgemonats fällig. Das heißt, ich zahle den Referenten im Dezember. Die Quellensteuer von 20% zahle ich mit der 24 erst innerhalb 16. Jänner ein. Okay, im Kassaprinzip habe ich somit die zwei Kosten, die zwei Transaktionen in zwei verschiedene Jahre zu erfassen. Also die 80 Euro Honorar, was ich im Referentenzoll überweise, habe ich noch in 2021, weil ich sie im Dezember liquidiert habe. Hingegen die Quellensteuer, die ich erst in 2022 gezahlt habe, am 16. Jänner, die habe ich erst als Kosten im nächsten Jahr drin, im Jahr 2022. Okay. Okay. Und Sam, wie gesagt, es sind allem die Quellensteuer, ich schaue mal die Dienstleistung, kommt bei allem im Abschnitt A, Position 2, nach der gleichen Logik in meiner hausinternen GmbH, dass die 20% auch allem da als Vergütung an Freiberufler ausweisen. Ja, Theo, du fragst deswegen, weil bei den Beiträgen von Land, wenn wir abrechnen, nachher rechnen wir es oft einmal bei 21 dazu. Ja, wir sind da ein bisschen. Bis jetzt halt noch der Logik natürlich nach einer sinnhaften Logik vorzugehen. Noch Kompetenz, ja. Jetzt ja. Um das umzugehen. Aber das müssen wir glaube ich, jetzt nochmal irgendwie. Ja, um das zu Problem zu umgehen, um nicht die Zweigleisigkeit zu haben, dann schaust halt entweder die Enkel-Freiberufler erst mal im Januar zu zahlen, nicht im Dezember. Oder es zahlt die Quellensteuer innerhalb 31.12. ein, ne? Am Schluss. Ist ein bisschen schwierig für die okay, ich wollte jetzt leider zuerst sagen, danke, dass du uns das Tool vorgestellt hast. Also das ist das Tool, was auf Wunsch und mit Mitgliedschaft im DZD es zur Verfügung stellen kannst. Es gibt aber, hast du gesagt, oder haben wir gesehen, auch noch die Vorlagen, die direkt vom Amt für Außenbeziehungen drinnen sind, also beim Christoph Pichler, kann man sich das einmal anschauen, wie es die Vorlagen ausschauen. Wobei die Vorlage, gell, Ulrike, erlaube ich mir zu sagen, das ist leider das Gerücht. Das muss es ist sich Gerücht. Jeder selber noch Sachen zusammenrechnen. Und genau. Aber man sieht es sozusagen, wie es aussieht. Man kann es auch händisch machen, also ohne die Automatismen vom Tool. Aber ja, ist sicher. Ja, es kommt auf die Größe vom Bildungsausschuss und auf die Investition natürlich drauf. Völlig klar. Nein, aber danke dir. Okay, eine Frage aus der Chat. Wie hat der Rechnung die Jahresabrechnung und Vermögensausstellung auszusehen, wenn man innerhalb eines 12.000 Verzeichnis austritt? Jetzt, das war logisch nicht mein Wunsch, dass ich da jetzt solche Ideen auslöse. Jetzt gibt es keine Aufstellung, dann gibt es keine Vorlage. Dann kann man unter Umständen frei, jeder je nach Geschmack, abrechnen. Man kann Kompetenz machen, Kassa. Dann gilt sozusagen weiterhin das, was das Amt vorgegeben hat.
Ja, aber auch nicht. Wenn du austretest, dann hast du das beim Amt nicht einmal abzugeben. Nicht? Deswegen kannst du dann deine Haus... das Amt, wo meinst du für die Beiträge? Ganz genau, für die Beiträge. Ich Bichler gedenkt. Ja, okay. Für unser Amt, für Weiterbildung. Beim Bichler muss man nichts angeben, wenn nichts man austretet. Genau. Beim Amt für Weiterbildung müssen wir weiterhin, sind wir gesetzlich verpflichtet sozusagen, zu überprüfen, ob es das Geld für Weiterbildung ausgeben habe. Deswegen werden wir das alle machen müssen. Ja. Okay. Ich hoffe, und der Elisabeth hat dadurch auch geantwortet. Also wenn es heute noch aussteigt, dann ist es dieses Abrechnungsmodell nicht anzuwenden. Also nicht verpflichtend. Der Martin hat noch eine Frage gehabt. Ja, nein, was ich vielleicht noch einwerfen wollte, ist, dass also da gibt es sicher ziemlich teilweise Modalitäten, die vielleicht erschrecken und so weiter. Aber wenn ich jetzt überhaupt nicht drinnen bin, dann muss ich natürlich die gesetzlichen Vorgaben muss ich auch immer fühlen. Es ist nicht, dass ich überhaupt nichts drin muss. Ich wollte das leider noch mal betonen. Ja. Ja, nein, ja. Eine Bilanz musst du ohnehin in deinen Mitglieder vortragen, nicht um die genehmigen zu lassen. Deswegen eine Bilanz. Wie du sie auch immer machen willst, musst du machen. Und dem muss auch eine gewisse Logik kommen. Also du kannst nicht beschränken auf eine Position Einnahmen, auf eine Position Ausgaben, basta. Meine Transparenz musst du auch in die Mitglieder gegenüber gewährleisten. Vor allem dann, wenn das noch ins Gewerbliche geht, wenn du auch gewerbliche Einnahmen hast, dann erst recht, dann hast du nicht das allein die Mitglieder zu gewährleisten, sondern auch im Fiskus gegenüber. Deswegen richtigerweise, der Martin sagt, ganz ohne Formalitäten wird es nie gehen. Nein, das wird auch nie ganz ohne gehen, wie gesagt, dass wir auch dem Land für Weiterbildung überprüfen müssen, dass natürlich alle Ausgaben der Weiterbildung dem Zweck der Weiterbildung entsprechen. Genau. So. Okay, jetzt fürs nächste Mal muss man etwas einfallen lassen, um den dritten Sektor schmackhafter zu machen, weil sonst befürchte ich der Fuji Generale. Ja, aber ich glaube, es ist ja wichtig, dass man verschiedene Realitäten anerkennt und das ist eine wichtige Wesenheit, dass man wirklich. Ich war schon vorgewarnt von der Ulrike, dass dass das alles ziemlich kleine Vereine sein, alles ziemlich hausgemacht, aber ich lade mich zu sagen, ihr seid nicht allein gelassen. Jetzt, das DCT ist ja eigens dafür da, um da zu unterstützen. Wir schauen über eine Bilanz zu, wir helfen den die Bilanzen zu machen, die sie noch für hinterlegen. Also da habt es noch schon auch jemanden, der da unterstützt. Und für das, glaube ich, braucht es keinen Buchhalter. Das richtet jeder. Also da, wenn jemand da Interesse hat, das Tool sich anzueignen, dann nehmen wir uns auch die Zeit, das zu erklären nochmal mit Ruhe, konkret einmal durchzuspielen. Also da, wie gesagt, seid nicht allein gelassen. Genau. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das hilft uns einfach ein bisschen, um unsere Entscheidungen treffen zu können. Ja. Oder in die Bildungsausschüsse, es gibt wirklich, denke ich, Realitäten, wo man sagt, jetzt ein paar Schwäben. Das letzte Mal konkret nicht Bildungsausschuss in Christina Wars von Moritz Demetz zusammen die Umständen, haben sie nicht das Bedürfnis, jetzt einen Schritt zu gehen. Das war nicht einmal eingetragen im Landesverzeichnis, deswegen haben sie keinen Stress. Jetzt bei denen, was schon eingetragen sein, bleibt es zusammen nicht. Wenn es schon im Landesverzeichnis seid, dann bleibt es beim Runds. Aussteigen kann man in einem zweiten Moment, logisch. Mit dem, Thema, was damit verbunden ist. Gell? Mit dem Thema von der Vermögenssache. Das sind Landesbeiträge irgendwie, die was reingezogen werden. Also, das wäre nicht so lustig. Ja. Nein, also ich würde auf jeden Fall das gar nicht so negativ sehen, sondern wer schon eingetragen ist, hat sehr, sehr gute Voraussetzungen, um auch weiterhin gute Arbeit machen zu können. Es ist halt jetzt, ich habe es letzte Mal schon gesagt, ein bisschen belastend, weil diese Reform jetzt durchgekommen ist. Jeder hat geglaubt, wie es halt in Italien ist, es wird jetzt noch, was Gott will, lang aufgeschoben. Jetzt kommt es halt auch noch in der Pandemiezeit noch dazu. Es ist alles beschwerlicher, aber ihr werdet es
sehen, dass das halb so schlimm ist. Also man kriegt das hin und wichtig ist eben auch Beitragswesen, dann ihr seid auch Realitäten, die Unterstützung von der Bevölkerung bekommt. Das heißt, Spenden sind auch ein Thema. Das heißt, es ist ja auch eine Genugtuung, vielleicht doch mit Privaten zusammenzuarbeiten oder eine neue Chance für die Zukunft zu haben. Man weiß es ja nicht, gerade in den Dörfern. Deswegen, es gibt sehr vieles, was positiv ist. Gerade in der Bildung und Bildungsausschüsse gehören zum Dorfgeschehen auch dazu. Das ist eine Realität, das gibt es sehr viel verbreitet und ist auch eine Chance, junges Ehrenamt vielleicht in Zukunft aufzubauen. Deswegen würde ich das jetzt alles nicht so negativ sehen. Natürlich ist jede Umstellung ein bisschen beschwerlich und buchhalterische Aspekte sind halt immer noch ein bisschen unfeiner, wenn man es nicht gern tut und auch vielleicht schon im Arbeitsleben mit denen zu tun hat und sagt, das muss man jetzt in der Freizeit nicht auch noch geben. Aber ich glaube, das kriegt man hin. Das kriegt man hin und wie gesagt, ihr habt sicherlich gute Voraussetzungen, auch weil die Landesverwaltung da sehr gut mithilft und ihr auch die Bezirksstellenleiter habt, die ja sehr aktiv sind und auch bei den Fortbildungen dabei sind. Okay, danke Uli. Wie gesagt, es ist wichtig gewesen, die Checkliste vom letzten Mal, dass man sich das überlegt und wenn es Vorteile gibt, natürlich das auf alle Fälle weitermacht. Wir haben jetzt die Elisabeth Bircher und den Theo Ebner, die Fragen stellen. Darf ich die Elisabeth Bircher bitten? Ja, eben die ganze Bürokratie, der was da vor uns zukommt, eben, das ist ein einfaches Problem. Wenn man niemanden hat, der so etwas tut, ja. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, überlegt sich der Verein wirklich, steigen wir raus oder bleiben wir drin? Ja, aber Elisabeth, wir zwei haben sowieso gesagt, wir hören jetzt einmal telefonisch, gell? Ja. Ja, allein ich habe momentan alleweil Bibliotheksdienst, weil ich bin zwar in Pension, aber habe ziemlich ehrenamtlich so schnell Sachen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme mir fast nicht dazu. Deswegen bin ich auch heute wieder später gekommen. Ich bin bis nach 6 in der Bibliothek gewesen. Das geht nicht alles. Ich kann mich nicht teilen. Ja, vielleicht ist schon mal in der Bibliothek ein ruhiger Moment nachher. Ja, genau. Ja? Okay. Ja. Danke. Gut. Danke. Theo? Ja, ich wollte sagen, für uns ist es eigentlich nicht so negativ bewertet, aber halt das Problem hat mir vor allem, was man eben vielleicht einen Lösungsansatz finden könnte, sollte, wir haben verschiedene Referenten, wo wir eben nachher auch die Vorsteuer einzahlen und das CU machen müssen und da ist eben das Verhältnis Freiwillige und die Referententätigkeit, das 2:1, das ist eher ein großes Problem für uns wahrscheinlich in Zukunft. Also das müsste man eventuell für andere, ja, ja. Ja. Das ist auch noch nicht, das ist noch ein bisschen eine Grauzone, gell? Weil das Gesetz ist da ziemlich trocken. Es sagt persone retribuite, nicht? Das Verhältnis muss man zwischen Freiwilligen in Bezug auf die persone retribuite. Einige sagen, als persone retribuite zählen alle, in welcher Form auch immer, auf Honorarbasis angestellt oder Voucher, wie auch immer. Andere sagen, die nehmen es ein bisschen sportlich und sagen, nein, persone retribuite sind leider die Angestellten. Das muss noch geklärt werden. Wie gesagt, die Kontrollen sind noch nicht gestartet. Die Aufsichtsbehörde vom RUNS muss erst ernannt werden. Wie sie das interpretieren, wird sich noch in Zukunft herausstellen. Es kann auch sein, dass es in Zukunft so ausgelegt wird, dass man das Verhältnis auf die Mitarbeit, auf die Angestellten zu brechen hat. Und dann, glaube ich, haben wir noch das Problem gelöst, nicht? Weil es gibt keine Angestellten. Es gibt keine Angestellten, okay. Ich sage aber auch, das war, glaube ich, ein bisschen zu einfach, weil noch war es trovata, fatta la legge, trovata l'inganno, und noch tue ich die Leute halt entlassen, tue ich sie alle mit Partita IVA anstellen, nicht? Das war aus meiner Ansicht nach viel zu einfach, wenn das noch die Lösung, wie die Auslegung war, nicht? Deswegen. Chi vivrà vedrà. Zu dem Thema, also die Entscheidung sollte bitte nicht aufgrund von dem Parameter jetzt fallen, weil sich das eben noch in Zukunft klären wird, wie man das zu interpretieren hat.
wichtig ist, einmal die Freiwilligen mal zu sammeln, weiterhin neue einzuholen ins Boot, halt ist sicher positiv. Wie viele wir noch brauchen, halt wird sich noch herausstellen. Aber ich habe es ja ein Luxus auch als Bildungsausschuss, ich habe es ja ein Landesamt, was eng unterstützt und fest dahinter ist. Ein Luxus haben die wenigsten Vereine. Ich glaube, es sollte auch entsprechend da Mut geben, jetzt denn, also da weiterhin da, dahinter zu sein, weil eben, wie gesagt, es sind andere Vereine, die sicher nicht so auf so einen Dienst zurückgreifen können, um eben ein bisschen Mut zu geben. Ja, nein, Mut zu geben, als Bildungsausschuss weiterzuarbeiten. Das in der bestmöglichen Form, die der Bildungsausschuss für sich findet, das werden wir versuchen, weiterhin natürlich zu geben, das ist schon klar. Jetzt hat die Ulrike sogar eine Nummer reingetan in die Chat-Säge, siehst du? Aber das wissen eh alle schon. Wissen alle. Jetzt habt ihr es alle, was sich da anbieten, die CT, die Ulrike. Wir sind alle zur Verfügung. Seid nicht allein gelassen. Ja, gibt's noch irgendwelche Fragen? Okay, der Theo hat wieder die Hand oben. Ja, ich wollte der Thomas hat sowieso schon noch mal gesagt, aber ich wollte es nochmal betonen, wir haben da kompetente Ansprechpartnerin bei der Ulrike und bei den ganzen Bezirksdingen, das ist ja auch, ich muss einmal betont werden. Ja, danke Thomas, dass du das gesagt hast. Ja. Ja, gibt es sonst noch Fragen an den Thomas vielleicht? Ja, Herbert Watschinger? Ja, ich bin aus Innichen, aus dem Buschtertal. Vielleicht ein Vorschlag zu den Honorarnoten. Bei uns im Buschtertal können wir das über den Bezirksservice abwickeln. Also die machen die ganze Arbeit und stellen uns eine Rechnung dafür aus. Und CU 77 und so kümmert sich der Bezirksservice drum. Und dann löst man das eigentlich ganz einfach. Wobei, gell, das wird da alles wieder kein Thema sein, sobald die Steuerregeln greifen vom neuen Pauschalsystem mit 1.1.23. Ich bin 77 und GU nächstes Mal. Ist das doch schwarz, sagt das. Jetzt heute ist noch so effektiv, ja. Aber gibt es die Lösung gleich im Buschtertal oder gibt es die bei den anderen Bezirksservicestellen auch? Das wird je noch natürlich, das wird bis in den Bezirksservicestellen unterschiedlich gehandhabt. Auch mehr oder weniger hat man überall versucht, gute Lösungen zu finden. Theo, rede einfach. Ja, danke. Und ich habe es noch jetzt richtig verstanden, dass mit dem neuen, sobald die EU da die Zustimmung gibt, das mit der CU wegfällt und wir dann immer Steuersubstitut sein und dann immer die 2-1-Regel einhalten müssen. Nein, die 2-1-Regel schon. Ah, okay. Passt. Nein. Ja, das ist leider, dass es nicht mehr die Quellensteuer einbehaltet. Der Input, weil jetzt schon verstanden, auf was du hindeutest. Wie ich das letzte Mal gesagt habe, schaust, wie viele CUs es macht. Aber das ist nicht mit dem gekoppelt. Das ist leider, um einen Ohren zu haben, wie viele bezahlte Mitarbeiter wir bedienen. Nicht. Aber das ist nicht mit dem gekoppelt, der Auflage vom Volontariat. Okay, dann ist da Ludwig. Ich habe noch eine Präzisierung zu dem Thema Pauschalsystem. Wenn der Zell nicht gleich jemand an, der Partita über hat. Forfetaria, ja, das ist ein ähnliches, sehr ähnliches Pauschalsystem gibt es auch für die Vereine des dritten Sektors. Ah. Aber das ist sehr ähnlich wie der für die Freiberufler. Es ist keine IVA, keine Ritenuta. Also keine Fatturation Elektronika, also es ist sehr ähnlich. Aber es gibt ein eigenes, es heißt so ein Pauschalsystem, es ist aber eingesetzt für die Freien des dritten Sektors. Und das ist sogar günstiger wie das für die Freiberufler. Aber im Gegensatz zum 398er Pauschalsystem. Ja, das 398er Pauschalsystem, das wird eben ersetzt durch dieses neue Pauschalsystem. Ja, okay. Ja, okay. Das wird in Zukunft leider in die Sportvereine zugänglich sein, das 398. Das 398. Ja.
Also ist als Kulturvereine werdet da das nicht mehr in Anspruch nehmen können. Okay. Thomas, was meinst du? Wir sind langsam pünktlich, oder? Ja. Ich verstehe, glaube ich, alle am Bahnhof. Um die Zeit. Alle. Wir haben ja noch einen, okay. Wir haben ja noch einen dritten Abend vor uns. Ja. Könnt ihr eigentlich eben ab so ein ganzes Wochenende eigentlich zu überlegen, was sonst noch offen bleibt, wo es sonst noch ein paar Herbs auf dem Programm haben wir die Transparenz, aber vielleicht werden wir uns in letzten Abend ein bisschen mehr Zeit vereinnehmen für konkrete Fragen. Aber über dem, was wir bis heute besprochen haben, okay, dass wir nichts offen lassen. Okay. Super. Dann, also jetzt ist die allerletzte Gelegenheit, noch etwas ganz Dringendes loszuwerden. Und sonst, okay, wie gesagt, gibt es nächsten Dienstag noch die Möglichkeit, genau, sehen wir uns wieder. Und ja, ja, danke nochmal an Thomas Girotto vom DZB und danke allen für euer Interesse und eure Teilnahme. Und dann, ups, dir. Ah, das war nicht die Hand. Okay. Super, danke dir. Passt. Und ja, eine gute Nacht an alle. Schönen Abend. Schönes Wochenende.